So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch alle da. Ja, kleiner Fail, ich habe noch gar nicht die Szene umgestellt gehabt. So, dann muss ich jetzt mal eben hier das Discord-Overlay anpassen. Der Didi ist nämlich schon im Sprachkanal drin, aber er redet noch nicht mit uns. Ich bin auch wieder da jetzt. Ah, ja, hallo. Schön. So, Didi ist aber, glaube ich, noch nicht im Spiel, ne? Nee, eben habe ich es probiert, da stand immer inkompatible Version. Ich probiere es jetzt noch einmal. Du musst auch in die Public Beta gehen, ne? Oder solltest du vorher vielleicht deine ganzen Save-Files safen? Ja. Das solltest du tun, ja. Ja gut, da das noch was dauert, gehe ich nochmal auf Trollsuche. Mach das. Aber generell kann ich ja mal was dazu sagen. Wir hatten diesmal auch beabsichtigt nie gesagt, dass wir eigentlich keine Gäste dazu nehmen. Didi war eigentlich eingeplant. Und warum wir das gesagt haben, bei Valheim ist es tatsächlich auch mit echt viel Aufwand verbunden, mal ebenso auch nochmal Ausrüstung zu besorgen. Bei DST oder so war das immer relativ zügig erledigt, dass wir nochmal eben einen Spieler komplett neu ausgestattet haben. Das ist hier bei Valheim halt einfach ein unvorstellbarer Mehraufwand. Und deswegen haben wir das eigentlich auch direkt ausgeschlossen gehabt. Aber der Vorteil ist jetzt beim Digi, der ist der nebenher gerade auch angefangen ist. Und dann kann er sich immer passend equippen auf unseren Stand und dann einfach mitzocken, falls er Zeit hat. Ich habe jetzt meine Welt und meinen Charakter lokal gespeichert. Reicht das mit Save? Ich glaube nicht. Kopiere die Save-Files lieber nochmal an einen anderen Ort. Ja. Okay. Aber ja, bei DST, was war denn das für ein Aufwand, einen Spieler neu auszustatten? Nee, bei DST war es kein Aufwand, das meine ich ja. Ja, ich meine ja jetzt, was denn da, also warum das ja keiner war, weil braucht es ja nur einen Gehstock, vielleicht eine Wintermütze sowas und ein bisschen Rüstung so. Ja genau, das war halt... Eigentlich war das war dann eigentlich schon fertig. So. Genau, das war halt kein Aufwand. Hier bei Valheim ist es halt schon ein riesiger Aufwand, nochmal alles komplett für jemanden zusätzlich mit zu equippen. Wo finde ich denn meine Save-Datei? Wahrscheinlich im Dokumentenordner. Die waren richtig gut versteckt. Ne, irgendwie Local Roaming oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du gerade noch einen Stream? App-Data. Vielleicht. Ja, App-Data und dann, ich glaube, Roaming. Muss man eben googeln. Ist auf jeden Fall sehr versteckt. Kerstin, möchtest du einen Troll haben? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Doch, sehe gerade einen. Wo bist du denn? Da unten. Da war ich schon vorhin. Ja, hier ist einer. Der hat sich auch gut versteckt. Der macht nur hinweg. Ist wahrscheinlich neu gespawnt. Noch ein bisschen. Ich hab ja, der ist hinter mir gespawnt, nachdem ich da durch bin. Den würde ich auch machen. Oh, Kerstin ist weg. Okay, wir können wieder. Ach, da kommt nur der Boomer, der kann das eh nicht. Mhm, genau so war es. Mercury fragt gerade, ob du nicht mit denen sprechen möchtest. Ja, kann ich ja schlecht, weil irgendwie immer Faber dran ist. Weil immer was? Weil immer was? Oh, genau, ich hab deswegen. Auch einen. Juhu, ich hab auch einen. Yay. Wolltest du sagen, wir quatschen die ganze Zeit dazwischen, oder was wolltest du sagen? Nein. Du holst ja ab und zu Luft, da ist das nicht ganz so schlimm. Du holst ab und zu Luft. So. Frechheit hier, ey. Benutzer App Data, Local Low, Iron Gate Valheim ist gerade bei mir reingeschrieben worden, kann es sein. Dankeschön, ihr Lieben. So. Und ja, ich bin wach wegen dir, Merkur, du Piep. So, was ich ja schon mal zeigen kann, für die Leute, die es vielleicht gar nicht kennen. Auf dem Boot ist Stein, nämlich Stein. Eine kleine Kiste. Eine sehr kleine Kiste. Meiner ist down. Ich hatte sie vollkommen größer in der Erinnerung. Meiner noch nicht ganz, weil irgendwie ist gerade aus da weg. So. Haha. Wer hat denn gleich Bock, das Ding zu steuern? Du warst doch schon bei DST immer so ein schöner Kapitän. Bei Valheim ist das voll anstrengend. Wer ist für ein Kapitän, Conny?
Wir können uns ja auch abwechseln. Ich würde sagen, die Neuen dürfen gern mal. Auf jeden Fall. Stimmt. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wenn ihr es nicht macht, ich mach's. Ja, ich mach's auch, aber es wäre schon cool, wenn ihr das auf jeden Fall mal macht. Na gut, dann versuch ich's mal. Ich habe das Boot auch schon passend hingestellt, dann wird's nicht so ganz schlimm am Start. Mal auspacken, ja. Ich bin froh, hier eingeschaltet zu haben. Wie meinst du das, Zuckerwölkchen? Meinst du generell, uns gefunden zu haben? Ist auch, glaube ich, nicht so einfach. Geheimtipp. Da zumindest bei mir hauptsächlich Uni läuft, bei Boomer auch eher Station Years. Das sind jetzt halt nicht, sind halt jetzt nicht so die Main Games, ne? Das ist halt so. Bei mir sieht man kein League of Legends, Valorant oder sowas. Ja, genau. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei uns keine AAA-Titel gibt, aber dieses ganze Main Stream-Geschichten, so Call of Duty oder Gedöns würde ich hier nicht anfangen zu streamen. Das ist was, Don't Starve Together. Don't Starve Together. Stimmt. Ist irgendwann auch noch ein neues Multiplayer-Let's Play geplant, nämlich mit dem Shipwrecked Mod. Würde ich auf jeden Fall gerne nach Valheim ein Let's Play machen. Aber das kann noch ewig dauern. So viele Inhalte. Ja. Wir waren quasi mit allem schon durch, als wir das mal angespielt hatten. Der ganze Rest der Inhalte fehlte quasi. Was meinst du? Man konnte ja zum Beispiel mit dieser Flaschenpost überhaupt nichts machen. Ach so, ja, gut. Und das ist halt ein wesentlicher Bestandteil davon. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja auch mittlerweile drin in dem Mod. Keine Ahnung. Ich würde aber, wenn dann empfehlen, eine andere Mod zu nehmen. Die hatte ich letztens in den DST-Talk reingetan für... Irgendwen, ich weiß nicht mehr wer, da kann man... Frau Kilana war es. Ja, genau, da kann man ganz viele Inhalte von sowohl Shipwrecked als auch Hamlet theoretisch ein- und ausschalten und so. Und ich glaube, die sind damit sogar ein bisschen weiter als die andere Shipwrecked. Ist ja egal, das können wir ja dann gucken, wenn es soweit ist. Ich meine, bis dahin vergeht auch noch jede Menge Zeit ins Land, weil ich glaube, Valheim ist jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Monate abgeschlossen. Sicher. Nicht? Nee. Safe Game habe ich jetzt gespeichert, aber unter Betas kann ich nur Default Old auswählen und keinen neuen Charakter. Du musst da irgend so einen Code eingeben, das hatte Boomer reingeschickt. Achso. Okay. Ich bin mir sicher, dass mein Safe Game gleich weg ist. Irgendwie sowas. Yes, I made a backup copy oder irgendwie sowas. Ja, warte, ich such's einmal ganz kurz raus, warte. Und Kessler, hast du schon den nächsten gefunden? Nee, aber ich nehme hier alles an Blaubeeren und an Disteln und an Loot und an überhaupt mit, was ich so finde. Ja, das ja auch. Das war ich jetzt ein bisschen zu weit oben. Ich glaube, ich bin schon drüber weg. Da ist der nächste, ich habe einen. Das ist nicht wahr. Doch, da steht der nächste da hinten. Das ist nicht wahr. Die müsstest du im Multiplayer. Ach, gerade schon, was brennt hier so? Da waren die Schmelzöfen noch nicht zu sehen. Hab einmal sozusagen. Ja, danke. Bitteschön. Ja, wenn Didi stirbt, packen wir das immer bei dem drauf, der die wenigsten Tode hat, ne? Ne, warte, was? Nee. Ich sterbe doch nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht baue ich da nochmal ein Didi ein oder so. Mal schauen, wie wir es machen. Ich finde, Safti kriegt die alle, egal wie viele er hat. Da würdest du einfach dauerhaft mit Absicht irgendwelche Klippen runterspringen. Möglich. Auch ich habe auch gesagt, Don't Starve Together ist DST. Panda hat nur nicht zugehört. Was? DST? Ja. No, Don't Starve Together. Hab ich gesagt, Don't Starve Together. Da wollte der Boomer ja nie mit uns spielen. Nee, ich steppe lieber alleine. Frechheit. Ein wunderschönes Spiel, was ich aber auch eine ganze Zeit lang genug gesehen habe. Ja. Kontroll, despawn, gib mir dein Loot. Hast du jetzt eigentlich hier jetzt noch eine Waffe gebaut, Boomer? Ja.
Okay, haben wir denn jetzt noch genug Bronze? Weil ich würde mir gerne eigentlich noch ein Schild machen. Ich glaube, wir sollten genug haben. Schmitz halt auch die ganze Zeit noch Kupfer und Zinn durch. Ja. Also. Ich habe da alles reingehauen, was irgendwie drin war. Saft, ich hatte danach nochmal Kohle nachgelegt. Ja, ich bringe einmal ganz viel weiter. Warte, Hilfe. Ich bin dafür, dass Conny und Kerstin sich die Tode teilen als Erfahrenen in Valheim. Was? Warum möchtest du den Kerstin bestrafen? Werd ich eigentlich immer bestraft? Ja, du bist Streamer, du wirst bestraft. Also eigentlich ich halt alle außer Kerstin bestrafen. Ist ja halt Diddy ordentlich schützen. Der hat den gleichen Stand wie wir, der kann sich eigentlich selber schützen. So. Es stimmt überhaupt nicht, dass ich so viel Ahnung habe wie du, Conny. Ich hab nee, das aber du bist auf dem gleichen Stand. Jetzt. Ja. Ja. Reicht noch ein Toll. Aber Kerstin, du habt halt mehr Ahnung als ich. Ah, hier, ich stehe direkt davor. Also ich habe das Spiel durchgespielt, ja, das ist... Boah, das war kurz nach dem Release von Valheim auf Steam. Ich glaube, ein, zwei Monate dann. Wir haben direkt zum Release haben wir damit angefangen gehabt damals. Und ich habe tatsächlich nicht viele Inhalte danach mehr gesehen von den Updates. Und da gab es ja einige Updates. Ich glaube, was den aktuellen Stand angeht, ist tatsächlich Kerstin up-to-date. Ja. Kerstin kennt natürlich jetzt auch nicht unbedingt die Inhalte von Mistlands. Nee, Mistlands kenne ich gar nicht. Und da spoilere ich mich auch nicht. So. Ja, da werden lauter Viecher sein, die uns töten wollen, oder nicht? Echt? Meinst du? Hab ich so ein... Was für ein abwegiger Gedanke. Habe ich irgendwie so im Ruin, weiß auch nicht warum. Ich meine, das Faustschild sieht leider total kacke aus Bronze, aber es ist leider auch deutlich besser. Guckt euch das kleine Mistding an, das ist unfassbar, wie scheiße das aussieht. Das ist einfach gar kein richtiges Wikinger-Schild, das ist einfach nur so ein Teller, den man in der Hand hat, oder so ein Deckel. Einfach so ein Deckel. Ja, guckt ihr das an, das ist einfach nur so ein Deckel, den man in der Hand hat. Ja, ich habe es mir auch schon gebaut, aber... Ich hätte gerne noch einen Troll, komm, einer noch. Darf, Didi, wie weit bist du denn jetzt? Ja, zweimal Karottenseeds gefunden, ist auch was wert. Didi ist in Ohnmacht gefallen. Und Didi, hast du das gehört? Conny hätte uns schon wieder fast verwechselt. Ich glaube, Didi ist gerade nicht da. Ja, scheinbar. Suchen sich hier alle die Trolle, dann suche ich mir jetzt auch meinen Trollen. Oh, noch ich mal. Nicht. Ich doch gar nicht so weit weg von dir, oder? Ich bräuchte halt eigentlich auch noch einen Trollumhang. Wäre jetzt nicht so wichtig, aber... Ja, ich nehme wohl auch noch einen Trollumhang. So, Erze, die aber wir alle andere, haben... Alles andere habe ich tatsächlich schon, soweit es geht, aufgerüstet. Ja, und ich würde gerne den Trollumhang aufrüsten dann. Also alle Erze, die wir haben, habe ich jetzt... Es geht, aber das lohnt nicht. Also zumindest am Anfang nicht. Ja, aber der Rest es ist gibt eine Rüstung mehr. Das heißt, wir bräuchten eine bessere Werkbank, dass ich dann den Trollmangel und so weiter, also den Rest vom Troll höher kriege, beziehungsweise... Ja. Aber das dauert, bis wir eine bessere Werkbank kriegen. Echt? Das dauert jetzt noch echt lange. Wenn man überlegt, wie weit wir jetzt zum Uralten fahren müssen. Das ist ein ganz schönes Stück, ey. Ich glaube, ich habe noch nie den zweiten Boss so weit entfernt gehabt. Das ist schon echt eine ganze Ecke, die wir fahren müssen. Ach, stell ich nicht so an. Ich stell mich nicht an. Das ist. Nee, das wirst du sehen. Das ist kein Katzensprung. Nee, ist Klacks. Weil ihr jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so ganz einschätzen könnt, wie groß diese Karte einfach ist. Also man sieht es, aber wenn man das mal einfach da lang gesegelt ist, das ist unfassbar groß. Na also, ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, so was wir jetzt alles schon mittlerweile erkundet haben, alleine wie lange es ja war mit dem einmal um dieses Gebirge, was wir da hatten, außen drum laufen. Wenn ich dann ganz rauszoome, wie das eigentlich nur ein kleiner Fleck auf der Karte ist, so ganz in der Mitte. Also. Das Schlimme ist, dass wir noch eine Sache suchen müssen und eine Sache finden müssen, die leider nirgendwo
nirgendwo gesagt wird, wo wir das finden. Und das tatsächlich relativ wichtig ist. Beliebig gut versteckt sein kann. Und ich weiß noch, ich habe mit Hosta damals einen Spielstand angefangen, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Da haben wir das ewig gesucht. Und da habe ich die Schnauze jemand voll gehabt, weil wir waren da schon, keine Ahnung, beim dritten Boss und haben den immer noch nicht gefunden, diesen Ort. Da habe ich gesagt, komm, wir modden uns den jetzt rein. Da haben wir uns dort reingemoddet und ja, kurze Zeit später haben wir dann zufällig gefunden, so wirklich am letzten Ende der Karte gefühlt. Internet hat einen Abgang gemacht. Ja, beste Voraussetzung, dass City heute mitspielt. Hast du bei Boomer abgeguckt, Didi, oder? Oh, ich glaube, hier ist noch Kupfer. Okay, die Wölfe sind ein bisschen stärker, ne? Ja, müssen wir dich zählen? Nee, ach, also ein bisschen stärker, habe ich gesagt. Also hast du sie gekillt? Ja, der Wolf war sehr, sehr zuvorkommend mit seinem Pelz. Hat er festgehangen oder was? Oder? Nee, den habe ich einfach abgestochen. Den hat er einfach abgestochen. Was sagt der Chat vom Boomer? Ja, muss ich mal gucken. Bin gespannt. Hallo, Digi. Der war bestimmt in einem Loch, der Wolf. Nee, der hat mich in freier Wildbahn angegriffen. Oh, hier ist nochmal Kupfer. Dann will ich mehr haben. Einen herzlichen Glückwunsch, dass du das überlebt hast. Yep. Echt jetzt? Ja. Ja. Weil die haben ein sehr fieses Angriffsverhalten. Und ja, wenn die dich einmal gestunlockt haben, kommst du nie wieder weg. Das ist alles neu. Hallo Björn, ich grüße dich. Bei Mistlands, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Da müsstet ihr euch mal selber den Patchlog angucken, was da reinkommt. Wir werden es halt irgendwann rausfinden, wenn wir dann auf dem Stand sind. Es war halt nie geplant, dass wir jetzt unbedingt eine neue Version spielen, sondern wir wollten halt das Let's Play starten und das ist genau wie mit Raft. Plötzlich gibt es dann ein neues Update. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir das jetzt mit. Raft war ja auch gewesen. Wir wollten quasi einfach anfangen und dann ganz spontan kam davor das Final Chapter raus. Ne? Ja, da war dann der Early Access durch. Wir haben da irgendwie ein Händchen für. Ich glaube, es war genau an dem Montag in der Woche, wo wir anfangen wollten, genau, als es rauskam. Ne? In Valheim sind wir jetzt auch eine Woche nach Mistlands gestartet. Conny hat irgendjemand oder zwei. Ja, kurze Zeit nur. Conny hat irgendjemand geantwortet. Easy gestochen ab. Auch wenn du es nicht hören willst. Okay. Er hat da viel Glück gehabt. Wobei es tatsächlich auch vorteilhaft ist, nur einen Wolf zu haben. Die sind nämlich gerne auch mal im Rudel unterwegs und dann nochmal eine ganze Ecke ätzender. Ne, es war nur einer. Ich wollte ihn eigentlich wegsnipen, aber dafür zappelte der ein bisschen zu viel rum. Vor allem muss man jetzt dazu sagen, das Gebirge. Obwohl ich weiß halt nicht, wie das mit dem Skalieren ist von den Gegnern mittlerweile. Weil das Gebirge ist eigentlich vom Stand her zwei Biome weit weg. Mhm. Echt? Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier noch ein bisschen Wolfsfell und so weiter... Oh, da ist der nächste Troll. Das Problem ist, dass du mit dem Wolfsfell nichts anfangen kannst. Da fehlt noch was anderes für. Und das kriegst du definitiv erst dann, wenn wir in das Biom offiziell rein müssen. Ich hatte ja auch die Hoffnung gehabt, dass ich dann schon ein Kleidungsstück freigegeben bekomme mit dem Wolfsfell. Das war zumindest früher so, dass man das relativ... Nee. Doch. Das eine ganz Kleidungsstück kriegst du nicht oder nicht mehr. Den Umhang konnte man ganz am Anfang, konnte man den direkt kriegen mit Wolfsfell. Nee. Doch. Jetzt brauchst du da noch eine zweite Zutat. Ja, jetzt. Früher war das anders. Das war nämlich relativ praktisch. Oh, der einfachste Troll der Geschichte, den ich hatte. Der war das definitiv kein Morgentroll. Aber das ist halt echt schade. Früher war alles besser. Nein, ich würde nicht sagen, dass es besser war. Das war nur einfach so, dass man das Kleidungsstück nur mit den Wolfspelzen bekommen konnte. Und das hatte den Vorteil, dass man sich ein paar Sachen sparen konnte. Die Ärzte jetzt komplett durch? Ja.
Hatte ich eben gesagt, aber dann habt ihr mir immer dazwischen gesprochen, dann habe ich nicht mehr gesagt. Also ich stehe jetzt auf der falschen Seite vom Ufer, habe ich das Gefühl. Mach mal auf der Karte erstmal für andere Spieler sichtbar unten rechts. Ja, musst du hin. Du kannst auf ja, M. Ja, ich weiß, ich sehe euch ja. Ja, aber du kannst dich auch anschalten. Ah, da. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Wer schafft die zweistellige Zahl? Ja, du musst irgendwie über den Fluss drüber. Ah, Boomer braucht nicht mehr lange. Der wird ein bisschen enger nach Süden. Süden wird der... Hier wird der enger. Da solltest du drüber kommen. Oder du versuchst es da oben, wo es so... Okay. Die säuft gleich ab. So rüber ist kein Problem. Es geht eher von Nord nach Süd rüber. Hä? Der Fluss verläuft von Nord nach Süd. Ja, ich sehe ja noch nicht viel von der Karte. Nach Westen. Du schwimmst gerade nach Westen. Jetzt laufe ich nach Westen. Oder läufst. Jetzt laufe ich auch auf Conny zu. Alles ist gut, ja, du bist schon richtig. Jetzt musst du einfach nur hochlaufen. Einfach nur Richtung Norden. Ja, achso, hier ist quasi so ein Knick im Fluss, oder wie? Na, kannst du gleich auf dem Kartografietisch sehen. Ja, gleich auf dem Kartografietisch. Habt ihr eigentlich alle nochmal den Kartografietisch benutzt? Achso, nee, warte, muss ich nochmal machen. Dem, der hallo, Didi. Ich laufe ja gerade nach Hause. Entdeckung aufzeichnen und Karte lesen. Also Didi ist mit dem Schwert unterwegs? Cool, dann haben wir doch noch eine andere Waffe. Ein Edelholzbogen hast du auch schon? Nö. Brauchst du nicht? Aber ich glaube, das könnten wir sogar fast schon noch verkraften. Also wenn der Didi sich ein... Ja, Edelholz ist jetzt auch nicht so schwierig zu farmen. Ja. Also das könntest du dir auf jeden Fall craften. Ja, kannst du ja noch einen bauen. So, sind dann alle hier? Nein, natürlich nicht. Alter, wo ist Boomer denn schon wieder unterwegs? Das gibt's doch gar nicht. Alter, Junge. Der, ich hab hier noch einen neuen Troll gefunden. Oh. Ey, man guckt einmal nicht hin. Plötzlich ist der einfach mal auf der anderen Seite der Karte. Ist es nicht eigentlich für mich kürzer, wenn ich jetzt gleich zu dem Ziel laufe? Ja, kannst du da hinlaufen. Nee, besser nicht. Ich glaube aber nicht, dass du da hinlaufen kannst. Also einzeichnen ist da. Lesen ist da. So. Okay. Dann solltest du alles sehen, Didi. Gleich. Ich sehe jetzt schon die Karte, ja. Ich habe einmal den Werktisch da benutzt. Okay. Oh, wie schieße ich denn? Was mir gerade einfällt, würde sich das eigentlich lohnen, den Edelholzbogen zu verbessern? Ja. Ja. Das Problem dann ist, würde ich das eventuell machen. Ich weiß gerade nicht, was man dafür alles braucht. Haben wir alles da. Corewood war das, Wood und Holz ist knapp. Kiste. Ich komme nicht an die Kiste. Holz ist wieder knapp. Danke. Okay. Jetzt, okay. Ja, aber wir können ja eben ein bisschen Edelholz farmen gehen, das ist ja jetzt nicht das Problem. Boomer braucht doch eh noch 20 Jahre, bis er hier ist. Ich hatte halt auch was rausgenommen, habe ich jetzt wieder reingelegt. So, einmal verbessern geht auf jeden Fall noch für eine Person, danach würde... Was brauchen wir denn? Du brauchst Edelholz, Kernholz und Hirschfell. Zwei Hirschfell und ich glaube, von den Hölzern war es jeweils 4 gewesen. Ja, dann ist Hirschfell gerade das Problem. Ja. Ja, dann ist egal. Oh, da steht der nächste Troll, das gibt's doch gar nicht. Jetzt komm, Boomer, ich lass bin ja auf dem Weg, der steht mitten im Weg, da kann ich nicht dran vorbei. Gut, dann fahren wir jetzt. Du kannst da dran vorbei. Ich bin doch auf dem Heimweg. Bist du nicht, du bist schon wieder am Kämpfen. Ja, weil der Troll mitten im Weg steht, ich kann doch nicht einfach so an einem Troll vorbeirennen. Didi, hast du Essen oder brauchst du Essen? Ich hab genug Essen, ich habe 23 gelbe Pilze, 16 Hirschkeulen. Da sind 16 okay. Dörfleisch, 13 Nixenschwänze. Okay. 10, glaube ich, braucht. So, was mich an Boomers Haus irgendwie am meisten stört, ist, dass es schwebt. Ja, Antikrafttechnik also, ist. Sonst, ich meine, quadratisch praktisch gut, ne? Aber es schwebt halt. Das ist das erste Haus, was ich hier da gebaut habe.
Wer hat denn hier diesen Text hingeschrieben? Das war Kerstin. Oder, nee, es war Safti? Oder Safti? Ich weiß es nicht. Ja, ich auf jeden Fall nicht. Weil irgendwer, der kein Deutsch kann, auf jeden Fall. Kann ich schreiben. Dem Conny seine Schild und der Kerstin Schild. Hä? Ah, nee, stopp. Schild ist immer nur die Bezeichnung. Dem Conny seine und der Kerstin ihre Bude. Ah, da kriege ich Gänsehaut. Also, ich habe das nicht geschrieben. Ich auch nicht. Richtig. Dafür nein, das ist nicht. Das heißt, dem Connys und Kerstins Bude. Dem Conny seine. Doch, natürlich. Also, erstmal haben da Kommas gefehlt, die ich jetzt hingesetzt habe. Ich glaube, wir machen noch so einen Verbessern-Counter, aber den muss ich hier mit dem Handy bedienen können, sonst kriege ich hier die Krise, wenn ich ja jedes Mal raustappen muss. Ach ja. Schau, ich bin schon bald wieder da. Schon bald. Nur noch so zwei, drei Trolle. Theoretisch könnten wir auch versuchen, durch den Fluss da zu... Nee, da kommen wir nicht durch. Nee, das machen wir nicht. Da kommen wir nicht durch. Das war der Fluss, wo ich vorhin reingefallen bin, und da war nur noch so ein Rinnsal da an der einen Stelle. Also hier ungefähr an der Stelle ist so fast gar kein Durchgang. Und die außerdem Bäume sind gewachsen. Und außerdem ist unsere wunderschöne Brücke dazwischen. Das Schöne ist, wenn die Bäume wachsen, das passiert so plötzlich so. Und da. Mhm. Dann sind sie plötzlich, wo hast du die denn angepflanzt? Einmal rundherum am Waldrand lang. Da steht auf jeden Fall eine Tanne, die habe ich gepflanzt. Das ist aber auch in vielen Spielen so. Aber ich muss sagen, das Meer hier hinten ist schon wieder richtig groß, ne, Conny? Das was? Das Meer hier hinter dem, am Ende des Flusses. Ah, da oben. Ja, pff, es ist halt. Ja, Meer. Hier, Conny, da sind die Bäume, da. Hm, ja, ich sehe es. Ja, interessant ist das, wenn man wirklich so eine riesengroße Ebene hat, dann was anpflanzt und dann wirklich innerhalb von so einer Sekunde so. Ist immer sehr interessant. So, was sagen denn die Möhren? Sind die vielleicht schon fertig, bevor Boomer da ist? Ich hab schon ein paar neue Samen. Warte, ich brauch noch einen Augenblick. Nee, aber ich meinte die Saat. Saat. Junge Boomer, was hast du für ein Glück mit diesen blöden Trollen? Ich hab nicht danach gesucht, ich schwöre. Ja, aber auf direktem Weg bist du jetzt auch nicht nach Hause gekommen. Ne? Ja doch, ich bin dann im Fluss hier gewesen jetzt. Du warst ja irgendwie hier mal, hier warst du mal. Ich bin eigentlich direkt gelaufen. Ich habe nicht da oben, wieder um die Ecke gelatscht. Das, was da oben ist, da waren Boomer und ich Zinn sammeln. Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach mal eben Boomers Stream hier mit offen, damit ich auch kontrollieren kann, ob der wirklich läuft. Oder ob der schon wieder am Kämpfen ist. Ich bin momentan am Kämpfen und hab doch gesagt, ich habe da nochmal sowas Blaues gefunden. Und wegen Boomer müssen wir wieder ewig warten. Ich bin gerade beim Runterspringen auf 1 HP gewesen. Ups. Ja genau, wegen mir warten, ich weiß. Wisst ihr was? Wir müssen ja eh da drumherum fahren. Dann muss Boomer jetzt einfach Richtung Norden laufen und wartet auf der anderen Seite von der Insel von uns. Dann fahren wir einfach los. Komm, darf die Kerstin... Ja, ich muss aber eh noch zurück, weil ich... Wenn der steuert, musst du erst aufs Boot. Weil was? Müssen wir die ganzen Waffen noch reparieren. Leute, der steuern soll, da ein Portal, wir können doch da ein Portal bauen, dann kannst du zurückkommen. Dann kannst du zurück. Na gut. So. Okay, Conny steuert. Wieso? Warum? Hä? Weil du gerade verloren hast. Der steuert, muss zuerst aufs Boot, sonst wird's total ruckelig. Hä? Verstehe ich nicht. Wird's gar nicht, ja, ich wurde jetzt. Gerade gebaitet. Wie geht das? Ja, das musst du jetzt ausprobieren. Mach ich das richtig mit W drücken? Ich halte mich zum Glück schon fest. Wie sieht das witzig aus? Wir sehen alle gleich aus. Du hast deine Windanzeige in der Ecke, sagt er. Unter der Minikarte. Es gibt drei Stufen. Du hast die hinterste Stufe, damit paddelst du ohne Wind. Dann kannst du aber auch nach hinten steuern, damit du rückwärts fährst. Was? Ja, es ist ganz schwer zu erklären. Deswegen solltest du das ja ausprobieren, damit wir sehen, wie gut du das machst. Unter der Karte, da siehst du, wie der Wind steht.
Wenn der schwarz ist, dann fährst du gegen den Wind, dann ist doof. Drück einfach ein paar Mal W und ein paar Mal S, dann siehst du, was passiert. Der Wind kommt genau von vorne, ich verstehe es. Dann solltest du das Segel nicht runter machen. Ja, hallo, wie mache ich das denn runter und nicht runter? Du hast irgendwo eine Anzeige mit drei kleinen Pfeilen. Mit W und S. Aktuell sollte das ein kleiner Pfeil sein. Ah, okay. So, und wie bewege ich dann das Rotwort? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, und hast gut, dann jetzt auch noch so ein Steuerruder. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt muss ich nur erstmal auf die Steuerung klarkommen. So, ich warte dann hier auf euch. Kann ein bisschen dauern, der Wind steht ungünstig. Müssen wir da hinten raus, sonst. Kann ich irgendwie noch. Weil durch den Fluss durch wird nichts. Kann ich vielleicht geht's Boot auch hier durch. Nein. Kann ich das Boot noch irgendwie schneller machen? Boomer, ich meine, vielleicht kannst du auch nach hier hinkommen. Wir sind am Paddeln. Das Boot kannst du nur schneller machen, das indem dauert, du bis wir da sind. Mit dem Wind fährst. Das dauert echt lange, bis wir da sind. Okay. Ja, der Wind steht gerade saukacke. Ja. Wenn ich richtig sehe, ist hier oben sowieso zu. Also direkt nach Norden ist zu. Ja. Wenn, dann kommen wir hier ein bisschen links vorbei. Hier kommen wir definitiv durch. Oh, können wir endlich wieder auf hoher See. Ach so, da, okay. Den Fluss lang ist nicht. Also, wo geht Boomer dann hin? Könntest ja hier so oben beim Zinn da so bleiben, ja. Ja, da oben. Wäre, glaube ich, ganz gut. Da können wir ihn einfach aufsammeln. Ich glaube, jetzt könnten wir doch das Segel runter machen, weil jetzt kommt der Wind so ein bisschen von so, dass nicht schwarz ist. Wenn es so ist, dass nicht schwarz ist, ist gut. Ja, gut, dann ist gut. Du musst das Segel auch ganz runter machen. Ah, okay. Wie bewegt sich das Boot ein bisschen komisch? Ja, springt ja, ein bisschen bei mir. Der nicht zuerst drauf geht, bei dem hüpft es wie verrückt. Gut, das, so fahren wir jetzt. So ist das halt. Warum ist das so? Hä? Wahrscheinlich, irgendwie damit zu tun hat, welche Entität gerade auf dem Server. Wollen wir vielleicht doch nochmal ganz kurz an Land und dann. Ja, wir müssen ja Boomer noch abholen. Also der könnte jetzt irgendwo gleich mal in unsere Richtung kommen, auf der anderen Seite vom Ufer. Ja, eigentlich so. Lass er mal wieder hoch machen. Was ist das? Ja. Warte, wenn ich so drehe. Ja. Kann ich das auch wieder runter machen? So. Ich weiß ja nicht, ob ich mich hier auf so einer Nuschale sicher. Kerstin hat einfach meinen Platz geklaut. Ja, Gott, habe ich mich erschrocken. Oder? Ja, jetzt stehe ich in Kerstin. Ozean. Super. Jetzt sind wir im Bereich Ozean. Ist das gut oder ist das eher schlecht? Ich kann mich auch mit da vorne hinsetzen. So, zack. Da ist gut, dass ich völlig ignoriert werde. Nee, den zweiten Boss haben wir noch nicht. Da sind wir unterwegs. Der ist nämlich. Da. Der ist arschweit weg. Saft, ich fahre einfach. Da ich nicht auf dem Schiff bin, könnt ihr fahren, wohin ihr wollt. Ja, schwierig. Es ist halt so eine Nussschale mit 5 Leuten. Hast du kein Vertrauen in mich als weltbester Captain, den die Welt je gesehen na, hat? Na, ich weiß ja nicht. Eher nicht so. Können wir hier vorne jetzt nicht dran vorbeifahren? Möglich. Müssen wir reinfahren. Müssen wir gucken. Gott, habe ich mich erschrocken. Was oh, war das eventuell habe ich gegen das Boot gehauen. Warum machst du das? Ich wollte aufstehen. Ja, drei Viertel hat's noch vom Leben. Sorry, ich mach vielleicht ein bisschen Schaden mit dem Ding in der Hand. Ich nehme das mal raus. Zur Not hau ich nur mit der Faust dagegen. Essen der Fünfte. Boomer ist noch da. Didi, Kerstin und Safti. Boomer ist noch da. Vielleicht müssen wir gleich sowieso einmal anhalten, damit Safti als erster drauf geht. Kommen wir hier durch? Sieht gut aus. Vielleicht. Ja, mach mal einfach. Wenn du auf den Stein zufährst. Ja, habe ich gerade auch mitbekommen. So, oh, bisschen scharf gedreht. Und dann müssen wir gleich noch ein bisschen reparieren vielleicht. Hat jemand Holz für eine Werkbank dabei? Nee. Ja. Boomer sagt ja, aber der ist halt nicht auf dem Boot. Das ist halt ein bisschen... Ja, fragen wir mal einen Baum kaputt. Das ist jetzt nicht so das Problem. Achtung, da sind Steine voraus. Stein voraus. Ah, stellt euch nicht so an, wir fahren da drüber. In der Richtung. Zeig euch das, wie wir da drüber fahren können. Seht ihr? Easy. Wir meinen eigentlich eher die da vorne, auf die du jetzt genau zufährst. Und nochmal reingelenkt hast.
Ja, ich wollte hier weil bis hier. Das war's. Vertraut mir doch mal. Nein, Mann. Wie das können wir nicht vertrauen? Hast du gesehen, was du getan hast? Du bist dagegen gefahren. Ich bin gegen Stein gefahren und. Der Mist an dem Boot ist, dass die Hälfte von dem Krempel versinkt und wir dann wieder nach Hause müssen und neues holen, ne? Ja, aber wir schwimmen doch noch, oder? Ich halte das hier nicht mehr aus. Was ist denn hier für ein Problem? Gut, dass ich in der Zeit den Troll getötet habe, während ihr mit dem Troll spielt. Ich hole mal ein Holz und dann mache ich mal eine Werkbank und repariere das Ding schon mal. Fahr mal an Land, bitte, sagt die. Ja. Hey, wir können weiterfahren. Okay, du rennst wieder hier, ne? Ja, kriegen wir schon hin. Schade, jetzt muss ich mittlerweile sogar Trollleder liegen lassen, weil ich keinen Platz mehr habe. Was? Ne, das geht nicht. Das geht gar nicht. Dann wirfst du irgendwas anderes weg, Boomer. Ja, was denn zum Beispiel? Ich hatte eben den Megaleck. Was hast du denn alles Schönes im Inventar? 40 Trollleder? Wolf? So, 40 mal sein. So, ich fahre hier drüben. Hier liegt halt noch eins. Das sollte dann passen. Dann sollte Boomer auch herkommen können. Wenn wir alle von Bord gehen, dann bleibt das Schiff auch stehen an der Stelle. Gut, dann machen wir das. So, einmal kurz lenken. So. Oh, ja. Musste so. Didi, ich hoffe, ihr habt was Essen dabei. Okay. Ja, er wollte gerade nicht aufstehen. Ja, hab ich. Ich dachte, ihr kommt an dieses Landstück. Hm. Nö. Ja. Okay. Pisser. Warum willst du mich zerschlagen, Didi? Ich wollte nur was ausprobieren, ob es PvP gibt. Ja, gibt's. Da müsst ihr aber beide anstellen. Stimmt, so. Das Herz kann ich wie? Auch nicht. Wie geht das? Ja, richtig, das auf Tab. Auf Tab und dann ganz rechts, glaube ich, PvP an. Ah, da. Haut ihr euch jetzt gegenseitig die Köpfe ein? Weiß ich nicht. Kann das nicht einschalten. Schade. Hä, ich das doch, das geht. Ich kann es nicht ausschalten. Das wird nicht, wird nicht, ich denke mal, also ist jetzt grau und ich denke, es dauert ein bisschen, jetzt geht's. Jetzt habe ich sie ausgestellt. Das ist schon eine annehmliche Bett. Naja, wir haben ein paar Häuschen. So schlimm sieht's nicht aus. Aber wir haben uns da noch nicht so ganz viel gut rumgekümmert. Das kommt noch, wenn wir noch ein bisschen Steine mit bauen können und so. Das dauert alles noch ein bisschen. Conny, hast du dazu vielleicht schon ein Portal aufgebaut? Nee. Wofür? Bist du zu Hause? Naja, wenn ich gleich bei euch bin, ja, weil ich reparieren müsste. Ich habe so ein bisschen. Ach, du kommst zu uns, sehr gut. Bisschen Schwund an Ausrüstung gehabt bei den ganzen Trollkämpfen. Schwund an Ausrüstung. Und ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist, irgendwie Trolle zu finden, also. Huh, danke. Ja, ich bin ein bisschen weit weggelaufen, schade. Ich hab's gekriegt. Ich weiß auch nicht, Boomer. Könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass du alles wegholst. Ja, ich glaube wohl auch. Kann ich! Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass die Trolle vielleicht zu dem anderen Troll finden. Dann hätte Safti schon 20 Trolle. Ich einfach zu wenig Trolle? Uma, wo bleibst du? Bist du schon wieder am Kämpfen? Nein. Also ja, ich habe kurz einen Deer gekillt, der stand im Weg. Aber sonst schon mal. Irgendjemand steht schon mal links neben mir. Ich geh schon mal ein bisschen scouten. Ich schau Kerstin mir ist neben mir. Ein bisschen was an. Sollen wir noch mal kurz hier Eidke beschwören? Didi, hast du dir zu Hause eigentlich einen Spawnpunkt gesetzt in der Base? Will ich nicht. Na, dann geh mal mit durch gemacht. Und dann bau dir mal bei Boomer im Haus ein Bett hin. Es sei denn, du willst bei Safti schlafen. Ja, ich glaube, in der Küche ist noch ein Platz frei. Was ist das denn? In der Küche kann man auch ein Bett hinstellen. Hi Leute! Danke fürs Portal, bis gleich. Hallo. Bringst du mir einen Lederumhang mit? Bitte? Ich soll dir einen Lederumhang mitbringen? Ja, ich hätte auch einen Trolllederumhang. Kannst du gerne mal machen. Danke. Aha. Ihr hast die ganze Zeit am Meckern, dass ich so lange brauche. Dann, ja, aber einen Trolllederumhang hätte ich gerne. Du die ganzen Trolle wegsnackst. Deshalb waren wir so verärgert. Ja, bitte. Das dann. Wir wollen auch Spaß mit Trollen haben. Ich denke, da muss ich mir ein eigenes Bett bauen, ne? Ja. Ich wurde das keinem Bett geklaut. Nö. Gut. Wenn, dann würde ich das bei Safti machen und das stört, denke ich, keinen. Nö, das Ganze. Jetzt mal drüber nachdenke. Wir haben letztes Mal mit Pooh gespielt, ne? Von dem habe ich auch ewig nichts mehr gehört. Mhm. Sehr schade. Ja. Und andererseits,
Hat den mal ganz komisch gesprochen. Mm. So ostdeutsch. Könnte man sich ja gar nicht anhören. So, was waren es? 2 Trollumhänge? Ja. Und wir hatten immer Diskussionen um die Aussprache. Immer. Ja, wo halt auch immer die ostdeutschen Wörter benutzt, die man im Westen einfach nicht kennt. Ja, und ich die Wörter? Westdeutschen Wörter, die er nicht kannte. Was ist denn zum Beispiel? Genau, was sind denn ostdeutsche Wörter, die man nicht kennt? Sag mich mal, auf Kommando geht das nicht. So zum Beispiel. Kann ich auch nicht wiederholen, gehört. Die waren so komisch, sowas habe ich mir nicht gemerkt. Sowas, wie sich das gehört, so zum Beispiel 3/4, 6 oder. Ja, das ist ja schon fast normal. Standard. Ja, das ist ja wichtig, dass das auch richtig ausgesprochen wird, ne? 3/3, das ist ja wohl mal der letzte Scheiß. Das ist genauso logisch wie 2/3. Nee. Ja, doch. Das ist logisch. Ja. Ja, also, nee, ich fange nicht damit an. Nee. Warum denn nicht? Gut, dann fange ich damit an. Du sagst auch nicht, ich habe 1/4 Pizza bei mir noch zu Hause. Oder ich habe nur noch 0 Stücken Pizza übrig. Um dich zu trollen, würde ich das tun. Ja, ich mach das auch immer. Ich finde das okay. Ja. Oha, Didi ist sogar live? Boah. Hä? Didi ist mit... Was? Aber jetzt passt der Multi gar nicht. Deswegen hat er so lange gebraucht. Der hat noch seinen ganzen Dings eingebaut. Nee, das habe ich eben gemacht in der Wartezeit. Wollen wir eben schnell zu Hause pennen? Ja, ich kann auch in der Zeit schon mal meinen Ausgeruht-Buff nochmal verbessern. Bett benötigt ein Feuer. Hast du uns das wieder aus? Nö, ja, es war aus. So, stopp, zu mir kommen. Okay. So, da. Was ist denn in der Nähe? Da. Ja, das ist bei Boomer nicht untypisch, wenn das da Conny? Ja. Sind. Wo bist du? Ich bin zu Hause im Bett. Umhang? Ja, halt nochmal eben bei dir drin. Ich bin gerade nicht im Spiel. Ich wollte nochmal eben gucken, dass ich dann eben den Multi anpasse. Das brauchst du doch nicht. Doch klar. Natürlich. Safti, wie du schneist. Dich meine ich, wie du schneist. Ich schneiche immer. Ja, vielleicht muss ich mal eben hier. Schnell. Vielleicht noch nicht? Schnell. Wer liegt noch nicht? Kerstin? Ich muss mal den ganzen Loot wegsortieren. Okay. Ich gelootet habe. Und die Bienen aufhängen, damit die auch schön Honig produzieren. Also kein Buff. Den Buff kriegst du auch durch Rumliegen. Didi, wie hast du denn jetzt nochmal gehießen bei Twitch Didi? 342. Kennt er seine eigenen VIPs nicht, so eine Frechheit. Hätte sie auch einfach Didi nennen können. Der war, glaube ich, nicht mehr frei. Yes. So. Du könntest dich auch einfach Didi Conny heißt. Nennen. Könnte ich. Jeder. Tue ich aber nicht. Ging nicht. Ach, merkst du was? Bei YouTube wäre es gegangen, glaube ich. Oder es war umgekehrt. Es ging bei YouTube nicht und bei Twitch schon oder so. Ich weiß nicht mehr. War auf jeden Fall, ja, doof. Ich heiße auch genauso wie bei Discord und bei YouTube. Also hättest du eigentlich nur in dein Discord-Overlay gucken müssen. Das war tatsächlich das Schlimmste, so beim zum Anfang vom Stream einen Namen zu nehmen. Weil der vorige Name wusste ich halt nicht, ob das vielleicht irgendwann mal Probleme geben könnte. wo ist er denn jetzt? Multi. Da. Oh, haben wir geschlafen? Ja. Ich habe gesehen, dass sich irgendwas im Stream bewegt hat und es dunkel wurde. So. Ja, ihr Lieben, der neue Multilink ist drin. Okay. Den könnt ihr dann benutzen. Bei mir noch nicht. Wo? Ja, muss einer Ausrufezeichen Multi schreiben. Ist irgendwer im Chat, der das mal hinterlegen kann? Ja, kann ich machen. Ah, schön. Möchte den mich mal kopieren. Okay. So. Kerstin da, Didi da, Safti da, wo ist Boomer? Da.
Der muss noch mal ein paar Trolle töten. So, dann aufs Schiff Portal raus. Abbauen. Ah, nee, stopp. Portal abbauen. Erst und erst muss Didi drauf. Ach, Safti, ne? Okay, bin drauf. Warte, ich muss noch ganz schnell Multi-Link-Stream Command-Dings da anpassen. Sagt ihr jetzt der Erste? Yep. Ja. Hier gibt's ja gar keinen Platz für mich mehr. Oh. Kannst du dich auf der anderen Seite nicht festhalten? Nee. Nee, ich kann nur in dir stehen. Ich hoffe mich so hin. Los? Geht wohl. Oh Gott. Ich lasse den Platz frei. Warte, okay, danke. Ganz kurz, gib mir eine Sekunde. Kannst du dich setzen? Mit X? Geht das? Mit X? Oh ja. Sieht eher aus wie die Schlumpfentruppe auf hoher See. Geht das denn jetzt auch mal vorwärts? Warte, ich musste gerade noch den Multi-Stream-Link bei mir anpassen. Och, Safti. Wollen wir wetten, dass wir da vorne an diesen oder diesen Stein direkt so. Stecken bleiben? Ja, natürlich. Ja. Warum bin ich nicht am Steuer? Aha. Okay. Weil du ins Spiel geklickt hast. Okay. Ja, wenigstens hat er das Boot dabei nicht verhauen. Weil das Boot bewegt sich immer noch komisch. Ja, er hat ja wieder losgelassen. Ich hoffe bei Safti nicht. Ich habe gar nicht wieder losgelassen. Ja, ein bisschen besser steuern kann, als wir es sehen. Ihr müsst einfach ein bisschen Vertrauen in mich haben. Nein, auf gar keinen Fall. Vorsicht, verschwimmt der schwimmt ein Reh. Ein Reh, das ist fest. Überfallen! Nein! Oh, Batz. Okay. Weißt du mal, in einem früheren Spiel hatten wir so eine ganz, ganz mini kleine Insel. Da war ungefähr ein Quadratmeter Platz. Und da ist einfach das Boot ein Hirsch drauf gespawnt. Ja, hatte Kanäle gemacht. Mitten im Meer, weiß ich noch. Fisch. Was? Wo? Fisch. So, jetzt sind wir auf volle Fahrt voraus. Jetzt im Klatschen. Volle Fahrt. Mit Wind im Hintergrund. Du musst nach rechts. Also tendenziell nach rechts, nach Osten. Nö, ich fahre hier so. Ja, aber bitte nicht auf die Insel da vorne zu. Hä, was schwebt denn da? Ach, da ist ein Turm, der sich aufbaut, okay. Der baut sich jetzt erst auf, okay. Das ist eine sehr kurze Renderreichweite eingestellt. Was ist denn jetzt passiert? Ja, scheinbar, ich weiß auch nicht. Vorsicht, Insel! Voraus! Ja, sagt dir einen Hummer. Hä? Macht das super. Könnt ihr mich noch genauso hören wie gerade? Ja. War komisch, glaube ich. Wie ist mein... Was ist mit meinem Sound gerade komisch? Oh Gott, Hilfe, was passiert hier? Conny ist abgestürzt. Warte mal. Hilfe! Ich versinke. Rette Conny. Conny nicht bewegen. Nicht schwimmen. Conny nicht schwimmen. Ich schwimme nicht. Ich schwimme nicht. Ich komme. Lieber. Warte, ich muss das Segel hochmachen, weil jetzt fahren wir wieder voll gegen den Wind. Ich komme langsam, Conny, ich komme langsam. Lass ihn links am Boot vorbei, weil nur da ist die Leiter. Wo ich habe keine Ahnung warum, aber ich höre irgendwie kaum noch was. So, Conny, ich bin jetzt kurz neben dir. Ja, ich muss mal eben gleich hier checken, was die Phase ist. Falsche Seite, Conny, jetzt schwimmt ihr auf die falsche Seite. Beruhigt euch, ich habe noch Ausdauer. So, ich bin jetzt. Ja, aber jetzt müssen wir wieder umdrehen. Nee, ich bin weggegangen vom Boot. Ihr hättet sowieso umdrehen müssen, oder? Ja, schon. So, warte. Einmal in die Richtung drehen, so links. Tü-tü-tüm. Das Zeug ist dann weg, oder? Welches Zeug? Was du anhast. Wieso? Nee. Naja, wenn du da stirbst. Dauert ein bisschen, bis wir gedreht sind. Ich glaube, es schwimmt dann an der Oberfläche. Dein Grabstein schwimmt. Was? Der kriegt so einen kleinen Schwimmring um und schwimmt dann vor sich hin. Echt jetzt? Ja, ist doch voll normal, dass Steine schwimmen, oder nicht? Warum dauert das so lange mit dem Umdrehen? Bist du auf Handbetrieb? Ja. Weil Wind schwierig. Hä, du hast fast Rückenwind. Ja, jetzt würde es wieder gehen, aber eben war schwierig. Hallo, geht jetzt? Danke. Ja, volle Pulle. Bist du gleich wieder vorbei? Nein, bin ich nicht. Ich habe Vertrauen. Und vorbei. So, und jetzt steige ich ab, dass es ein bisschen langsamer ist vielleicht. Ich sauf hier gleich ab. Ja, er säuft auch jetzt ab, ne? Ja. Ja, wenn ich mich doch aber dran sitze, dann... Ja, du hättest rückwärts fahren. Nein, das Boot bleibt nur dann stehen, wenn wir... Boah, es lenkt doch nicht noch so, dass es noch länger wird für ihn.
Ja, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Das Boot bleibt nur dann stehen, wenn wir alle von Bord sind, bleibt das stehen. Nicht, wenn du vom Steuer weg runter. Wer hatte denn das Zeug fürs Portal dabei? Wer hat das Zeug fürs Portal dabei? Ja, wer hat das Zeug fürs Portal dabei? Das können wir wahrscheinlich aus der Leiche rausfischen. Ja. Sitzt denn jetzt jemand am Steuer oder nicht? Nein. Ich setze mich jetzt ans Steuer hier. Ja. Bist du schon mal Boot gefahren? Ja. Also Floß ist ja das Gleiche. Floß, okay, das ist was ganz anderes. Ja, wieso? Das hat doch auch ein Ruder und ein Segel. So, was ist hier mit meinem Sound? Oh, Kerstin ist mutig. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich klau dir mal das Portal, ne? Hört sich das denn für euch anders an jetzt plötzlich, Björn? Nö. Nee. Ich rede jetzt von den Zuschauern. Für mich hört sich das gerade ganz komisch an hier. Wo war jetzt das Problem? Nope. Geradeaus einfach vorne an die Insel, oder? Kann doch nicht sein. Warum höre ich das denn nur anders? Ja, alles Hörst gut. Du dich selber? Nee, bei mir ist es plötzlich so, keine Ahnung, 20 Dezibel leiser alles. Ich kann es auch nicht lauter stellen für mich. Was ganz komisch ist. Komm mal da auf die Insel. Die hier, auf die kleine? Ja. Muss ja nur ein Portal drauf. Ja, stimmt. Und das habe ich hoffentlich. Ja, habe ich vollständig in der Hand. Keine Ahnung, was hier passiert. Seltsam. Wir müssen übrigens auch ein bisschen an die Kratzer rausmachen. Wie was? Kratzer aus dem Schiff. Das Wildschwein blockiert mich. Reise. So, jetzt habe ich es groß geschrieben. Ist es nicht Reise 1? Jetzt ist der Ton weg. Ja, ich habe keine Ahnung, was es war. Jetzt habe ich nur blöderweise hier auch einen. Okay, ich muss mal das Spiel beenden. Komischerweise habe ich jetzt die ganze Zeit. Hä? Warte mal, wie so lang? Wieso? Was soll ich tun? Wir haben das Portal aufgebaut. Ja, ich komme direkt wieder rein. Okay. Das Problem ist, dass ich die ganze Zeit jetzt so ein Schwert mitten in meinem Bildschirm hatte. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ganz, ganz seltsam. Wir sind looten geht immer. Und Holz brauchen wir sowieso. Ich habe auch noch ein bisschen ein Hirschke erlebt. Guck mal, das wird so lang nix. Das. Was denn? Das Warum wird kannst nix, du Huma. Fliegen? Und tschüss. Der Tod geht auf wen? Gute Frage. Auf Safti, definitiv. Auf Hä, warum denn? Auf mich? Weil du nichts hingekriegt hast. 50-50 würde ich sagen. Der eine ist ins Wasser gesprungen und der andere hat ihn nicht rausgeholt. Ja, aber ich weiß nicht mal, warum ich ins Wasser gesprungen bin, weil ich habe eigentlich nichts gemacht. Das war ein Leck, weil ich bin auch fast rausgeflogen. Ich bin vorne auf der Spitze sitzen geblieben. Also, ich weiß nicht, was passiert ist hier vorhin. Plötzlich war hier alles im Sack. Ich habe nicht mal gesehen, was passiert ist. Auf einmal war ich außerhalb. Das Schiff hat gezittert und wir waren, also ich bin auch fast rausgeflogen. Aber Fakt ist, ich hätte überlebt. Vorausgesetzt, das Boot wird nicht weitergefahren. Ja, du bist aber auch auf die falsche Seite geschwommen, ne? Ja. Ach, komm. Ach, Safti, jetzt sei doch nicht. So. Komm, ich bring uns jetzt alle um. Ihr macht mir wieder viel Arbeit, ja. Das haben wir es jetzt? Komm, Conny, komm mit. Alle da? Habt ihr mein Stuff? Habt ihr mein Stuff? Lass mich dringend Conny zu seiner Leiche bringen. Ja, warte doch, bis wir alle da sind. Ihr müsst ja erstmal abbauen und so weiter und so fort. Dann können wir schon mal die 2 Meter darüber fahren. Und ich kann ein gut, dass es Beweisclips gibt. Ich finde das immer witzig, dass Safti alle ärgern darf, aber wenn wir zurückärgern, dann ist der Safti immer ganz beleidigt. Yay! So, und jetzt bringe ich Conny nochmal um. Ist der Safti noch im Spiel?
Ja. Ja, der läuft hier rum. So, da, greif zu. Hat es? Gegenstände geborgen, so. Da haben wir das wenigstens mal demonstriert mit dem schwimmenden Grabstein. Ja, genau. Ah. Mich ja beruhigt. Ich bleib jetzt am Mast hängen. Ich kleb da jetzt dran. Gut, na, wir müssen paddeln. Dann mache ich jetzt erstmal den Tod bei mir. Das ist definitiv Saftis Tod. Wir können auch noch einen Tod bei Safti machen. Einfach der Fairness halber. Ja. Ich sage 50-50 und aufgerundet wird. Ja. So. Übrigens, wir sind am Ende der Karte hier, ne? Habt ihr. Ich glaube, wir fahren seit ungefähr einer halben Stunde, oder? Schon mit dem Boot rum. Habt ihr eine Vorstellung? Ich finde das ein bisschen blöd. Okay, lass uns mal nur die Entfernung nehmen. Das ist ungefähr eine halbe Stunde gewesen. Das waren 10 Minuten, ich habe mein Ausgeruht. Halbe Stunde, ja. Eventuell brauchen wir nur 2 Stunden bis zum Uralten. Hey, Offi. Ja, es würde auch schneller gehen, wenn ich einfach jemand ins Wasser springen würde. Ne? Und wenn du mir nicht einfach ohne uns abgelegt wäre, müsste ich ja nicht. Ich bin nicht ins Wasser gesprungen, ich war plötzlich da drin im Wasser. Es muss jetzt noch jemand das Boot da reparieren, oder? Man kann übrigens auch. Ich habe schon alles abgebaut. Dem Mast hängen, ne? Wer hat noch das Boot repariert? Hast du schon wieder so viel kaputt gemacht? Nein, ich dachte jetzt gerade, wäre irgendwas passiert, aber das schauen wir nicht. Ist das schlimm, wenn man so ineinander steht? Passiert da was? Ich gehe nicht mehr auf den Punkt. Bleib da ruhig stehen, Safti. Da bin ich vorhin nämlich ins Wasser gefallen. Nee, du bleibst da jetzt stehen, damit du gleich ins Wasser fällst. Und ich schwöre dir, ich hau lieber das Boot kaputt, als dich zu retten. Wie ihr seht, wir haben eine richtig gute Stimmung hier. Na, komm, dreh noch ein bisschen. Und jetzt Abmarsch, Schiff. Gib Gummi. Die Richtung, geil. Ah, die Schlümpfe sind wieder unterwegs. So. Warum stehst du auf, Conny? Conny, warum bist du aufgestanden? Weiß ich nicht. Du darfst nicht rausklicken. Nee, ich hab nichts getan. Gar nichts. Haifisch voraus? Wow. Was ist das denn für ein Monster? Es gibt neue Fische, ne? Mit dem What? Alter, wie soll man den. Soll man den angeln? Nein. Warum nicht? Du kannst auch Haie angeln. Ohne Trinker und Leute behaupten, ich wäre ein gnadenloser Optimist. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Die Richtung stimmt? Da müssen wir hin. Boah, passt schon. Ist noch weit, also erstmal ist die Richtung nicht ganz so wichtig. So. Wer singt denn jetzt für uns? Ich bin raus, ich hab den Finger auf der Nase. Auch. Julian hat die schönste Stimme, der soll singen. Ich bin beschäftigt mit Fahren. Also mich wollt ihr auf jeden Fall nicht hören. Also mein Real-Life-Gesinge kommt dem von DST sehr, sehr nahe. Also. Ja, meins auch, von Wiegfried. Quick Mute. So, wer über Bord geht, muss singen. Ich finde, wer über Bord geht, wird zurückgelassen. Nee, er muss auf jeden Fall singen oder wird zurückgelassen. Links ist ein ziemlich großer Berg. Wieso siehst du Berge, die ich nicht sehe? Ich habe doch maximal Ränder. Ich war dann hier auf der Karte. Bin auch wieder unterwegs, wünsche euch noch viel Spaß. Danke, Horster. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Tschüss. Wir wollen zum Uralten. Nur mal einen kleinen Schwenker machen, damit dem einen oder anderen vielleicht seekrank wird. Wie weit ist das denn bitte weg? Das ist mega weit weg. Ja, wenigstens haben wir einigermaßen Rückenwind. Und ich finde, das ist auch saufrech von dem Spiel, dass wir einfach die halbe Karte durchqueren müssen für den zweiten Boss. Bei mir ist das auch deutlich näher dran, der zweite Boss. Jetzt ist auch eigentlich näher dran. Die halbe Karte ist schon echt frech. Vor allen Dingen dann hier mit der Nussschale. Irgendwie hängen unsere Mäntel alle durchs Boot ins Wasser. Mhm. Ja. Ich kann auch meine Atelier quer durchs Boot stecken. Und haben wir ein schönes Wetter erwischt. Langsam wird's auch ein bisschen wellig. Nein. Halt, da ist irgendwas vor uns aufgetaucht. Rechts rum, ne? Das ist ein Dunkelwald, glaube ich. Ja, ist, glaube ich, ein Dunkelwald. Ich kann gut sehen, sogar dreistellig. Laut, falsch und mit voller Begeisterung. Bei den Fischen muss man echt vorsichtig sein. Die springen einem sonst gegen den Kopf. Ein jeder so, wie er verdient. So, da kommen wir jetzt dran vorbei, oder? Besseres Wetter,
Wir sind im Regen davongefahren. Also geradeaus scheint es durchzugehen. Links sind wieder Hügel. Ja, fahren wir mal geradeaus. So sagt er, Uma, während er hart einlenkt. Uma kriegt unsere ganzen Tropfen ab. Es gibt die Bosse mehrmals, obwohl nur noch keinen zweiten näher gefunden. Ja. Soweit ich weiß, werden von diesen Wegvisieren immer die am nächsten angezeigt. Es gibt die mehrmals, aber es bringt halt nichts, wenn das der erste ist auf der ganzen Karte. Der Schwimmfisch ist gerade bei mir geflogen. Ja, Torpedofisch. Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück, dass so ein Boss 3 und 4 näher dran sind. Da ist irgendwie Land voraus, Blume? Was hast du vor? Reinfahren. Okay. Ja. Wir spielen einfach ein bisschen Titanic. Ja, schauen wir mal, in was für Biomen wir denn so landen. Noch ist das Schiff fast heile. Also, Conny, wegen so Titanic, ich wüsste nicht, dass das hier vor uns ein Eisberg ist. Ne? Warte nur ab. Boah, Gott, müssen wir weit fahren. Emil kriegt gleich noch einen Fisch an den Kopf. Ja, ich glaube auch. Oh, dieses Licht ist so schön in Valheim. Das Problem ist, ich konnte die ganze Zeit nicht weiter nach rechts einlenken, weil wir dann gegen den Wind gefahren wären. Was ich ein bisschen doof finde, ist die Kamera, wenn man Beifahrer ist. Man kann die so weit rauszoomen. Das ist halt echt doof. Das ist das Maximalste, was ich rauszoomen kann. Ja. Gibt's nicht. Trollhöhle ist ausverkauft. Gibt's nicht. Achtung, Fisch! Aber ich möchte mir die an. Kann im Netz im Segel hängen bleiben. Richtung stimmt noch oder so grob, ne? Bei mir auf der Karte, was ist das da? Wer hat da den Sack hingemacht? Was ist das für ein Sack hier? Achtung, Klippe voraus. Was ist das für ein Sack auf der Karte? Ja, was ist das für ein Sack auf der Karte? Ach, Sack auf der Karte? Ja, da. Rechts. Yes! Also, da. Ja! Hinfahren! Yeah. Oh mein Gott, wenigstens haben wir den gefunden. Things. Wenigstens haben wir den gefunden. Oh mein Gott. Oh. Loot! Uma fährt trotzdem vorbei. Was ist das? Nein, Uma fährt nur an der Insel da vorne vorbei und dann fährt er da rechts rein. Ach, da ist eine Insel. Und das kleine Stück will ich da nicht haben. Okay, dann müssen wir tatsächlich noch was ändern. Wir setzen da ein Portal hin und lassen das da stehen. Oh, wie gut ist das bitte? Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Hey, ja, dass ich abgesoffen bin, sonst hätten wir den bestimmt nicht gesehen. Ich habe ihn gerade auch schon gefahren drauf geschaut, weil ich mir die Trollhülle markiert hatte. Und war erst mal gucken, was das ist. Aber warum hast du so viel AP verloren? Was? Er hat vielleicht gerade gegessen. Ich wollte gerade sagen, er hat einfach gegessen. Okay. Ja, das ist einfach so runter gewesen. Also es, aber was gibt's denn da bei dem Sack? Was denn? Das werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall brauchen wir da ein festes Portal. Ach, das ist wahrscheinlich der Händler, wo wir dann die Coins, die wir bei den Trollen und so weiter kriegen, loswerden, ne? Wer weiß. Ja, wer weiß. Gut, ist es. Oh ja, da kommt die Kuppel. Da müssen wir hin, wo ich die Kuppel ist. Ich sag immer, wer weiß, und da wird immer drauf geschlossen. Kuppel, ich sag immer, wer weiß. Ja. Und weiß, ob du immer, wer weiß, sagst. Wo ist denn da eine Kuppel? Schon ist der weit entfernte Boss ein Glücksfall. Was hast du für eine Sichtweite? Du musst mal deine Renderreichweite hochstellen. Ja, wo denn? Ich habe eben gerade schon durch die Einstellung geschaut. Ich finde es nicht. Ich denke nicht, dass du es ingame kannst. Grafik. Wo soll ich das denn? Detailgrad sehr hoch. Da ist ein Lox! Das ist die Renderreichweite. Ein Lox! Hallo! Was ist das denn? So, darf ich euch vorstellen? Mal alle vom Bord. Hier ist Haldor. Hallo Haldor. Schön, dich wieder. Grüße dich. Was ist das denn? Kann ich auf dem Breiten? Also großes. Ja, aber nicht auf dem. Hallo Hallstein. Was ist nochmal? Wir haben gesagt ja, aber nicht auf dem. Wartet's ab. Aber das wird noch dauern, bis wir die nochmal sehen werden. Wahrscheinlich. So, ich habe das Portal nicht. Ja. Und das können wir hier auch nicht setzen. Wo bauen wir das am besten hin? Hier an die Ecke? Ja, hier auf der Ecke. Im besten Fall bleibt es da sogar stehen. Soll ich gleich umbenennen? Increases Max Carry Rate. Das ist falsch. Den Gürtel hätte ich gerne. Mhm. Ich würde es gleich mal versuchen umzubenennen. Mache ich das, während ihr noch hier seid? Ja, musst du. Sonst funktioniert das nicht.
Nee, ich würde es jetzt umbenennen. Einer geht zurück und benennt es mit um. Ein Händler. Ich bin schon durch. Boomer ist doch drüben. Ja, dann umbenennen in Händler. Händler mit großem Ä. Sollten wir vielleicht hier noch ein zweites Portal errichten? Händler mit großem Ä und wir setzen dann gleich ein zweites. Was? Händler mit großem H und wir setzen dann gleich ein zweites so rum. Okay, ich war leicht verwirrt. Entschuldigung. Ja, warum großes Ä, dachte ich mir so. Ja, weil ich hab auch normalerweise mal Händler mit AI schreiben würde und nicht mit Ä. Deshalb habe ich das Ä betont. Umsuchen und Portale rein. Ach Quatsch. So schlimm wird's schon nicht. So, ihr könnt. Ich hätte also von den ganzen Trollen die Münzen mitnehmen sollen, hä? Ja, wäre gut gewesen. Ja, Münzen, Rubine, alles aus Bernstein. Verkaufen. Ja gut, ist ein bisschen was da. Dann so, und dann für jeden erstmal diesen schönen Gürtel und danach der das Licht. Der 950 Münzen kostet. Ja. Ja. Wie viel bringt ein Rubin? Muss mal gucken, ich weiß es gerade auch nicht aus. Einfach alles sehen. Verkaufen. Ohne Rücksicht auf Verluste alles verkaufen. Das braucht man zu nichts anderem. So, wir brauchen zwei neue Portale. Zwei? Ja, eins zum Mitnehmen und eins... Das bleibt stehen. Das bleibt für immer und ewig stehen. Warte, Moment, Hammer. Aber Conny, war das, was du meintest, was, wer war es gewesen, Hoster und du so ewig gesucht haben? Ja, ja. Es gibt keine Möglichkeit, den zu finden, wie es die Boss mit den Bossen. Sondern den gibt's halt auf der Karte und ja, dann such mal. Also war das sehr viel Glück, dass Boom und ich gerade auf die Karte geschaut hatten, uns beide so gleichzeitig gesehen haben. Nein, der wäre bei uns auch aufgetaucht und wir hätten es später auch noch sehen können. Wahrscheinlich kurz bevor wir im Bus gewesen wären, dann so, Boomer, zurück! Ich hatte das mit Hoster tatsächlich gehabt, dass wir den ewig gesucht haben und ich dann immer keinen Bock mehr hatte. Wir hatten den dritten Boss schon gelegt und es ist halt sau nervig, wenn du diesen Gürtel dann halt nicht hast. Vor allen Dingen, wenn es dann... 150 extra Gewicht ist nett. Ja, nicht nur das, auch das andere, was man da kaufen kann, ist ganz nett. Und der hat noch eine wichtige Sache, die man kaufen kann, also von daher. Okay, wenn keiner von euch will, dann mache ich's. Was denn? Verkaufen. Ich habe einfach alles geschnappt gerade. Ich habe die ganze Zeit bei dem Händler gewartet, dass ihr da hingeht. Ich suche gerade nach dem Portal. Oder wollen wir noch kurz schlafen gehen? Bin ich drüben. Ich bin auch drüben. Gut. Ihr werdet ja, früher oder später auch das auch alles mal verkaufen, ne? Okay, 2600 haben wir. Und ich trage zu viel. Gold ist schwer. Gold ist schwer? Ich würde dann gleich mal zwei, ja. Ich habe... Ich gehe auch mal ein bisschen Gold besorgen. Ich habe da gerade was zufällig so gesehen. 1000 Gold sind 100 Kilo. Ich würde dann gleich mal zwei kaufen, ne? Toll. Boomer hat mal wieder einen Troll gefunden. Das ist nicht normal, ey. Alter. Ja, der Obertroll, ne? Pass auf mit dem Portal, ne? Nicht, dass das kaputt macht. Das können wir ja wieder hinsetzen, man verliert ja nichts. Ach so, okay. Das ist eigentlich ganz cool an Verleiben, dass man immer die Sachen wiederkriegt. So, also ich habe die Sachen dabei, wollten wir jetzt noch pennen. Aber der weiß gar nicht, wo er... Ah, ich habe ein HP, Hilfe, ich kann nicht weg, Hilfe, ich bin tot, ich bin... Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, so wollte ich das haben. Ja, ich bin mit einem HP ins Wasser geworfen worden und hatte nur 20 Ausdauer. Sehr gut, sehr gut. Wollen wir die Gürtel verlosen? Zwei Stück habe ich gerade gekauft. Ich habe nur... Mir ist das eigentlich egal. Also, wer einen Gürtel hat, ist, sondern demnächst halt der Packesel. Hier, Kerstin, hast du noch 12 Gold. Also, die kriegt keinen. Voll. Der muss erst bei sich einfinden. Ja, die kriegt keinen. Ja, ist gut. Warte mal, Conny. Oder du bringst das Gold demnächst mit, wenn du bei dir keinen Händler findest. Oh, Conny? Was? Ich hab noch genug Sachen, ja. Was hast du? Hä? Oh. Hast du? Platz? Ja. So, Migengiard. Warum habe ich den jetzt eigentlich gekriegt? Hat keiner hier geschrien. Ich habe noch eine Münze, Kerstin. Hast du die Münzen? Ja, ich habe 731, 732. Also wenn Boomer noch irgendwie 200 anbringt, 220, dann können wir noch einen dritten kaufen. Ich habe 30. Aber konnten wir nicht noch jetzt, konnte man jetzt nicht sogar alle möglichen Scheiß bei denen verkaufen oder ging das nicht? Keine Ahnung, kannst ja gucken. Ich bring das Gold mal zurück. Ich kann ja ein paar Trolle dabei verkaufen, wenn es geht. Ich weiß gar nicht mehr, wie man es verkaufen kann.
Ich auch nicht. Ich habe noch Bernstein verkauft. Ich habe noch fünf Gold unten bekommen. Rechts auf Verkaufen drücken, aber ich habe nichts dabei, was man verkaufen kann. Ah, okay. Wo denn auch verkaufen? Ich sehe kein Verkaufen bei mir. Unten neben Kaufen ist so eine Münze und da, wenn du da drüber stehen bleibst, steht Verkaufen, aber du kannst dann wahrscheinlich auch nichts verkaufen. Okay. Ah, hier gibt es gute Mucke bei denen. Nein, ich weiß nicht, was gerade los war. Ich habe den Blut getroffen, aber der hat keinen Schaden genommen. Sollen wir hier noch kurz in den Grab, die Grabkammern rein? Ja. Blut? Halt. Wo? Hier bei mir, gleich 5 Meter entfernt. Ah, okay. Warum funktioniert das eigentlich nie so, wie ich das will? Ich wollte nur kurz gucken, ob hier noch ein Troll ist, aber... Ich bin hier. Stamina. Jetzt. Wo ist denn unser Boot? Direkt neben dir. Ah, Hallstein. Aber ist das geil, dass wir den gefunden haben. Das ist richtig gut. Ich gehe links rum. Okay, ich gehe rechts rum. Wohin wollt ihr? Was tut ihr? Grabkammer. Achso. Die war da zufällig. Ich will auch Spaß haben. Hast du hier zufällig Licht, Kerstin? Ich sehe hier nichts. Jetzt kann man hören. Ob hier noch irgendwo Loot ist. Nee, sieht leer aus. Ja. Wow, die Mitte war ja richtig spannend. Nichts drin gewesen? Gar nichts, einfach ein paar Pilze nicht. Und ein Gang. Ey, du siehst doch, wo wir sind. Ist egal, ich sehe da hinten einen Troll, mach ich den. Was? Mein Troll! Glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Mega leck. Ich auch gerade einen gehabt. Okay, ich dachte, hier wäre ein Troll. So, es war keiner. Durch? Boomer, bist du durch? Warte. Gleich. Ich guck gerade. Alter, was ist das denn hier? Hat's gerade unfassbar geleckt. Und dann plötzlich sind ganz viele Gegner gespawnt. Ja, hier ist noch ein Kern. Der war noch ein Kern. So, ich glaube, die gelben Pilze können wir dann bei Gelegenheit auch mal. Ja. Hey! Lassen. Was ist denn von mir? Riecht doch gar nicht. Hier ist nix. Die gelben Pilze sind doch voll gut für Ausdauer. Hier ist ein Kern. Ja, aber wir haben besseres für Ausdauer. Voll gut ist halt so relativ. Honig ist zum Beispiel besser. Ja, aber Honig nehme ich für Wildschwein und der Fleisch. Aber eigentlich hat man genug Honig. Ja. Vermutlich. Hier der Ausgang. Hier? Hier. Oh. Oh, Licht. Oh. Leck vor allem. War da nicht was unten am Boden? Ich habe nichts gesehen. Was aber jetzt nicht zwingend was heißen soll. Die Lootgeier werden schon gefunden haben. Hier ist zum Beispiel noch Ember. Hallo, hier liegt der Bernstein. Nimm mit. Da ist wegschmeißen für. Bist du schon wieder voll? Ja. Was machst du denn in der schon 300. Mehr, wenn wir losgehen? Das war leer. So, ich muss mir auch nochmal zum leer machen. Hier ist ein Skelett. Das auch noch mal. Ich weiß nicht, ob hier auch nochmal eine Grabkammer in der Nähe ist oder ob der von dem Turm hier kommt. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, der kommt von dem Turm. So, ich hab nochmal 50 Gold, falls noch irgendjemand was braucht. Kerstin! Wo bist du? Achso. Ja. Du hattest doch das Gold, oder? Ich hab's schon wieder nach Hause gebracht. Gold ist zu Hause. Okay. Aber ich hab auch relativ viel Zeug in Taschen, was man verkaufen kann. Vielleicht reicht's ja für den dritten Gürtel. Boah, das laggt bei mir gerade. Also, ich muss sagen, bei mir läuft's gerade einigermaßen. Hat eigentlich jeder einen Troll-Umhang? Nö. Außer Didi. Tja, Conny hat ja keinen. Conny hat ja... Hier, Conny. Ich war nicht da. Dankeschön.
So, Brechbären, die brauche ich nicht. Warte mal, für die, die noch einen Umhang machen. Okay, ich habe nochmal 120 Gold. Bastelt gerade schon irgendjemand wieder irgendwas mit Trollleder? Ich hatte mir eins geklaut, zwei geklaut gehabt, Entschuldigung. Schäm dich, ich wundere mich gerade noch. So. Trollheit. Ich bin durch. 5. 850, 100 Gold noch. Ich hab noch 4 Bernsteine im Inventar. Das reicht nicht. Nicht? Ich glaube nicht. Wo ist denn dieses Gold? Nee, es ist nicht. Was ist denn? Sind das die Münzen einfach nur? Was ja, ihr die Münzen, Gold meint? Die Münzen. Ach, okay. Da, 10 mal sind's. Didi? Ja? Bist du noch hier oder bist du schon wieder drüben auf der anderen Insel? Ich quasi neben dir. Da. Hier. Geht ja nicht, dass du nicht voll schlumpfig bist. Nicht voll schlumpfig. Wozu ist das Ersatzholzschild? Falls wir irgendwo unterwegs sind. Warte mal, hier ist irgendwas tot. Also meine Hüftlederumhang war aber besser. Okay. Ja, dann ja, jetzt hast du aber den hinterhältig Bonus. Ja. Geschlichen wird und es wird immer drauf geklopft. Dann halt. Ja, fehlen noch knapp 80 Münzen für einen weiteren Würfel. Steh mir doch nicht auf dem Kopf rum. Dann sag dir auf dem Kopf rum, wenn ich das richtig sage. Nee, du standst mir auf dem Kopf rum. Dann noch Softie. Nee, stand mir auf dem Kopf. Nein, mir. Oh nee. Schlimm, ne? Das heißt noch eine 922 Gold haben wir. So, was ist? Nehmen wir doch die hier, oder? 22. Haben wir die schon gehabt? Was, die schon? Die Grabkammer hier, wo ich bin? Nee, hier sind noch Pilze. Pilze? Das heißt jetzt nicht zwingend was. Und Suttlingkerne, direkt im Eingang. Gut, dann waren wir vielleicht da noch nicht gewesen. Also mit 28 mehr Münzen könnte man dann was werden. Oh, hier sind noch Blaubeeren, nehme ich mal mit. Leider ist hier nichts. Überhaupt, hier ist eine Stadt versteckt. Da schießt die, glaube ich, auf mich. Ja, ein Skelett. Ist ja frech. Ach ja, schön ein paar Blaubeeren. Lecker, lecker. Und Pilze. Oh, ich habe gerade ohne Schild geblockt. Mit einem Pfeil, das ist nicht so gut gegen. Muss nur gut treffen, dann geht das auch. Was ist denn jetzt gerade der Plan? Weiß ich nicht. Also ich dachte, wir fahren jetzt weiter, aber... Hatte ich auch gedacht. Oder wir sammeln noch die, was waren es gewesen, 28 Münzen und dann können wir noch einen Gürtel bauen. Oder ja, kaufen. Die kriegen wir wohl hin. Also, ich denke, ich habe wahrscheinlich schon so viel. Ich würde hier aber einfach nur fertig looten, die Grabkammer. Hier ist auch noch eine. Obwohl ich nicht weiß, ob das die ist, wo ihr schon drin wart. Hier sind noch Pilze. Nee, die, wo wir schon drin waren, da stehe ich gerade davor. Dann mal schauen, vielleicht finde ich hier noch was Tolles. Bam, ich habe keinen Ausgeruht-Buff, das ist so nervig. War noch gerade im Dings. Ich habe mir den Buff aber nicht geholt. Kommt ihr denn alle her? Bam, bam. Restbuff-Tafel, ja, habe ich. Habe ich gemacht. Wie hast du das Portal eigentlich dann benannt, das neue? Also. Das Alter ist jetzt Händler. Ach so, okay. Also heißt das jetzt nur Reise oder heißt das Reise 1 wieder? Reise 1. Okay.
Was ist das denn für eine Höhle hier? Alter, so wie viele Skelette sind hier bitte? Ich habe auch unfassbar viele. Hä? Hier ist ja eine richtige Treppe drin. Oder was macht denn jetzt ist da? So Aufgänge. ETF. Naja, und wir so lange Trolljang, wie die da noch rumlaufen? Weiß ich nicht. Komm, wir gucken mal ein bisschen, vielleicht sehen wir ja einen Troll irgendwo. Ich bin vorbeigesprungen, ups. Mir gefällt die Musik hier bei dem Händler. Ja, ne, das ist schon was Beruhigendes irgendwie. Also ich glaube, wir haben das gleich zusammen, also ich habe jede Menge gekriegt bis jetzt. Ich komme hier einfach nicht weiter, weil hier tausende Skelette sind. Okay, warum bin ich hier aufgestanden? Er muss ein Spawner sein. Holt mich doch nicht. Ja, ich habe irgendwo in der Ferne einen Spawner gesehen. In der Höhle. Achso, nee, dann nicht. Für Skelette. Nee, das war, glaube ich, auch eher Grauzwerge. Was machst du, Boomer? Trolle suchen. Warte ganz kurz, warte. Bleib Nein. Schon. Doch, einmal ganz kurz drin bleiben. Willst du sagen, warte. Hier hast du gefunden? Nein. Bleib. Ich habe, glaube ich, recht sein dunkel gehört. Hier, meine warte Güte. Doch mal ganz kurz, Boomer. Nee, hier war ich schon. Anscheinend. Ja gut, das ist freundlich. Danke. Ah, bitte schön. Hier habe ich ganz bestimmt kein Gehör. Oder die? Hallo, Didi. Ja, oh. Wusste ich's doch. Oh. Hier war noch eine Grabkammer. Wo noch Skelette gut. Vor sind. Ja, genau hier. Da muss ich dann gerade so vorbeigelaufen sein. Ja. Wenn da Skelette vor sind, dann ist das eine Trollhöhle eigentlich. Nee, lebende Skelette. Lebende. Also nicht lebende, sondern... Aber auch nicht tote, aber überhaupt, ne? Laufende Skelette. Da ist ein Krautzwergen-Spawner. Ja, lass mal den Spawner da sein. Ja. Mach ich auch. Suchen ja die großen Blauen, nichts Kleines. Weißt du richtig, die Kleinen sind in größeren Mengen richtig nervig. Ja. Wie frech. Aber hier ist noch ein Pilz. Wie komme ich denn wieder zurück? Ich hab mich verirrt! Ja, voll. Treu gefunden. Ja. Alter. GTA, von wo bin ich denn gekommen? Boomer ist einfach der Trollbeauftragte hier. Ja, normalerweise finden mich die Trolle im. Ja. Bin auch nicht von hier gekommen, oder? Versuchst du dich etwa zu orientieren? Ich finde die nicht mehr raus. Kerstin, die findet raus. Lass mal ihn zurück. Ja, ich bin raus. Okay, zumindest von der Seite. Hör sie doch klappern. Wow, gleich wieder so viele? Ist noch irgendwer mit mir hier drin? Das hörte sich sehr nah an. Ich weiß nicht, wo du bist. Nee. Kerstin ist aber in der Nähe von dir. Also ihr seid die Höhlen unterirdisch gefunden. So, der Troll schläft jetzt. Das wäre witzig. Aber leider ihr seid ist das halt nicht so. Quasi nebeneinander auf der Karte. Ich hab da nochmal 27 Münzen gekriegt. Dann sollte das reichen für auf jeden Fall noch meinen Gürtel, glaube ich. Ja, ich hab noch jede Menge Stuff dabei. Ich hab jede Menge Pilze gefunden und Blaubeeren. Ich hätte aber auch gerne noch was anderes Blaues gefunden. So was Großes. Du musst einfach nur mit offenen Augen durch die Gegend rennen, dann findest du die. Super easy. Und ich habe Beastin gefunden. Bei mir, warum Boomer heute eigentlich noch nicht gestorben ist. Der weigert sich vehement, die 10 voll zu machen. Ja. Feuer du. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja. Und so Ansammlungen hatte ich eben auch. Größere. Ich finde keinen blauen.
Ich würde sagen, ein Viertel vom Weg haben wir ungefähr geschafft. Ja, und da wir hier noch ein paar Stunden scheinbar jetzt verbringen. Ja, ich habe einen Blauen gefunden. So, ist hier noch was? Und ich glaube, der ist direkt vor einer Trollhöhle davor. Nett. Nein. Hallo, Didi. Haben die irgendwie eine höhere Chance, vor einer Trollhöhle zu spawnen? Ja, soweit ich weiß, okay. Ja. Okay. Das habe ich jetzt auch schon beobachtet. Okay, das würde einiges erklären. Ja, dann war das übrigens eine Mod, dass man noch andere Sachen beim Händler verkaufen kann. Irgendwas hatte ich da im Kopf. Wurde das wieder mal gecheatet? Nee. Ich meine, ganz am Anfang hatte man das gerne gemacht, diesen Mod auf jeden Fall benutzt, weil viele Sachen halt noch unnütz waren. Zum Beispiel diese Augen von den Grauzwergen, glaube ich. Es war einfach nur Loot, den man nicht losgeworden ist. Du konntest damit truhenweise füllen, echt. Das war. Gab's auch sehr lustige Memes damals zu. Achso, da gab's noch keinen Nutzen für, oder was? Nee. Und dann hat man einfach über einen Mod manche Sachen dann einfach verkauft, die unnütz waren. Oh, gut, dann macht das auch Sinn. Also, das Spiel, ja, man hatte, es gab halt den gleichen Nutzen wie jetzt auch, zumindest teilweise, zum Beispiel ein Tor damit bauen, aber die Menge, die du kriegst, ist halt in keinem Verhältnis zu dem, was du damit machen kannst. Das ist jetzt mittlerweile aber geändert. Also die Augen haben, meine ich, noch einen anderen Zweck, naja. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ich habe 339 Gold. Wer brauchte das jetzt? Bräuchte man noch für einen weiteren Umhang. Hä? Gürtel. Nicht Umhang, Gürtel. Wollt ihr vorbeikommen und euch selber einkaufen oder soll ich euch einen besorgen? Ich habe das ganze Weiß Gold ich nicht. In der Hand. Ich bin gerade noch mit einem Troll in der Höhle am Kämpfen. Komm, willst du gleich. Einen, Boomer? Du bist näher dran als Safti. Gib ihn Safti gleich. Du bist Boomer näher ist dran ständig voll, gib ihn Boomer. Ja. Ja, wobei der ist nicht voll wegen Gewicht, der ist voll wegen Plätzen. Weil er wahrscheinlich unnützen Schissel mit sich rumschleppt. Niemals! Ach du, auf Alter. Jeden Fall. Du trägst jede Menge unnützen Schissel drum. Ja, sowas wie Trollleder, ne? Unnützen Schissel. Ja, so zweites Schild habe ich vorhin gehört. Ja. Ersatzschild. Kann man immer gebrauchen. Ein Ersatz-Bronzeschild am besten noch. Nein, das kann ich nicht. Leider nicht. Obwohl, jetzt habe ich auch ganz schön viel Kram dabei. Ich ja, das denke ich mir auch gerade nochmal. Wie komme ich denn hier wieder raus, du? Das Schiff fährt noch, das will ich nicht. Neben mir stirbt hier gerade jemand. Ich hör's. Was ist da los? Deine Madame krank? Nee, ich denke, sie hat sich nur an irgendwas verschluckt, was sich da gerade in den Rachen geschoben hat. Guck, die ist krank, du weißt das nicht mal. Die hat die ist nicht krank. Doch, genau dann wird. Genau dann wird man nämlich immer krank. Ich weiß. Stimmt, ich könnte hier mal kurz. Sag mal! Stirb leise! Ich komme, Leute. Du bist ja nett, Boomer. Bist du ein Arsch, ey. Stirb leise. Frechheit. Ach, ich weiß, wie das gemeint ist. Wir leiden mit dir, Melly. Ne? So. Jetzt 20 braucht ihr davon, ne? Wovon? Ich hab noch mehr Karottensamen gefunden. Conny, wovon? Ich guck mal schnell nach den Möhren, aber die sehen gut aus. Conny, wovon? Oh, ist das, sind die erntefähig, die Samen? Ja. Ah, so sieht das dann aus. Dann sind die alle diese weißen Blütendinger. Und dann hat man jetzt drei Samen statt ein. Dann kann man, somit vermehrt man dann die Karotten. Was, ich hatte gerade irgendwie 300 Münzen auf der Hand. Die hat mir bestimmt irgendwie zugeworfen. Oh, dann war ich das bestimmt. Und dann eigentlich sollte die Kerstin kriegen. Ich hab die in die Kiste getan. Nee, brauche ich nicht. Ich habe schon einen weiteren Gürtel gekauft. Und für einen weiteren Gürtel reicht's nicht. Ja, es sind jetzt um die 700. So, Tor kann ich noch bauen. Ich habe 50 nochmal da. Theoretisch ja. Aber hier haben wir keine Werkbank mehr stehen. Wäre das vielleicht noch ein bisschen vergrößert hier? Oder ich 10 Holz mitbringen, Conny? Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal weiter, oder? Ich würde vorher auf jeden Fall noch pflanzen, dass die Möhren fertig sind, wenn wir wiederkommen. Ja, dann mach das doch.
Deshalb habe ich ja gefragt, ob wir es hier ein bisschen größer machen können. Ja, dann mach's größer. Hab ich noch ein Holz. Ich kein Holz auf der Hand. Komme ich auch nochmal schnell nach Hause und pack mein Zeug weg. So. Übrigens, dieses Spiel geht nur bis zum zweiten Boss, ihr Lieben. Wir werden da niemals ankommen. Ich glaube auch. Niemals werden wir da ankommen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon weiterfahren und mich dann irgendwann mit dem Portal wieder einsammeln. Ich muss da nicht auf dem Schiff sein die ganze Zeit. Nee, aus der Nummer kommst du nicht raus. Ich wollte es gerade sagen. So hol lieber mal diese Gräulinge da weg, die hier den Zaun kaputt machen. So. Ich sitze am Ruder, ich gehe mal vorne mal pinkeln, bis ihr wieder alle da seid. Ja, wie sieht das überhaupt aus? So, wollt ihr alle nichts essen heute Abend? Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, so 19 Uhr Pause oder so. Ja, so gegen... Ich habe 15.30 Uhr oder so erst gegessen. Kerstin? Mit dir? Ich habe noch nichts geplant. Ich habe aber noch was vorm Stream gefuttert. Ja, vorm Stream war vor... Keine Ahnung, 8 Stunden fast. Um 11. Ist halt fast 8 Stunden her. Ich habe auch noch nichts Richtiges gegessen. Das noch weg. Das. Das. Gut. Weiß nicht, Boomer wollte, denke ich mal, auch noch was essen. Der hat ja noch gesagt, hat noch irgendwie gestern extra Erbsen in einen Topf gemacht. Jede Menge. Unfassbar viel. Also für alle? Nee, 6 Kilo oder was er sagte. Ja, für alle. Ja. Ich hatte zum Glück noch. Wo wolltest du denn, wo wolltest du denn jetzt hinmachen, Kerstin? Moment, Tasten. So. Du machst das nicht auf die gleiche Höhe! Also fast hättest du meinen Monk aber hier zum richtig Schreien gebracht. Ey, dem Safti will ich nicht sitzen. Das war mir so klar, dass das kommt. Hallo, ist doch voll normal, oder? Ich weiß nicht, ey. Dann lieber doch schwimmen. Was wird hier gelacht? Wir haben gerade darüber gesprochen, Boomer. Wolltest du heute nichts essen? Essen? Ja, du hast doch gesagt, du hast dir gestern irgendwie 6 Kilo Erbsen in einen Topf gemacht. 4. Und ich hab doch schon gegessen. Wann? Wie wann? Ja, wann hast du ein. Hä? Ah, ist okay. Also ich denke, ich werde gegen 19 Uhr dann tatsächlich mal auch was essen gehen. Essen gehen. Ja, also essen. Weicheier, oder? Während eures 24-Stunden-Streams könnt ihr auch eine Essenspause machen. Da, guck. Oh, cool. Warte mal, ich muss mal kurz. Moment. Ich hätte da kein Problem mit, jetzt einen 24-Stunden-Stream zu machen. Allerdings musst du, dann hast du 3 Stunden Zeit, um dann deinen normalen Station-News Stream weiterzumachen, Boomer. Ich weiß ja nicht, ob das so wie gut dir das gefällt. Geht. Weiß nicht, was sagt denn Boomers Chat dazu? Also habt ihr dann 24 Stunden und normal streamt ihr ja Sonntag Stationeers auch locker 8 Stunden, dann bist du bei 32 Stunden. Nee, du hast ja 3 Stunden Pause. Also ja, stimmt, stimmt. Der hat ja 3 Stunden Pause. Sagt ja keiner, dass ich nicht während Stationeers einfach nur sabbernd vor dem PC sitzen muss. Auch gestreamt ist gestreamt. Ich finde es übrigens gut, dass ich gerade... Das darfst du gerne machen, aber sowas darfst du dann tatsächlich nur mit Cam machen. Nee. Ich finde es übrigens gut, dass ich jetzt die ganze Zeit hier im Boot einen Resting-Bonus bekomme. Oh. 24 Stunden und Stationeers fängt früher an. Das das Problem ist? Für Station hier, sonst flucht er so wenig und stirbt zu viel. Du weißt, was das Problem ansonsten ist? Um 22 Uhr morgen Abend kommt dann nur noch Art of the Rail raus. Das
Es könnte dann wollen wir wirklich nachts losfahren, Leute? Oh, ist das nicht scheißegal? Wir müssen eh über Nacht fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind eh mehr als einen Tag unterwegs. Ja. Na dann, haben wir nachts? Wir fahren nachts. Egal sein. Oder gibt es da irgendwelches Getier, was wir noch nicht kennen? Na, wer weiß. Du solltest nicht immer wer weiß sagen. Doch, ich sag einfach wer weiß. Na, also irgendwo wird es bestimmt noch irgendwelche Gegner geben, die wir noch nicht kennen. Nein, hier gibt es keine Gegner mehr. Wir haben alle Gegner gesehen, die es gibt. Dann geht's los. Wenn Conny da ist, Didi, Safti, alle da? Sind doch alle da, ja. Wenn du vier Balken siehst, sind wir fünf Leute, dann kannst du losfahren. 24 Stunden Valheim, 14 Stunden Station Nears und dann bis 6.12. Art of Vale. Da müssen wir hin. Ja, ich hab die Marker mittlerweile auch, danke. Ich wollte nur pingen, dass du nicht in die Karte wechseln musst. Also ach, Boomer hat schon gegessen, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Du wolltest ja, jetzt nichts mehr essen, oder was? Doch, ich esse gleich, aber das nächste, was ich esse, sind irgendwelche Butterbrote, die kann man nebenbei essen. Ja, machen wir mal 19 Uhr rum. Müssen mal gucken, wann genau. Also es muss keiner von euch Essen bestellen oder so, oder? Nee. Ja, dann. Gucken mal, wie es da am besten passt. Ich meine, so weit weg, wie wir noch sind, kannst du auch jetzt Essen geben. Und, Nee, am Ende springt der wieder ins Wasser. Und nee, ich vertraue dir nicht, euch nicht. Über Ozean fahren geht schneller, am besten nachts bei Stürmen. Boah, habt ihr eine Ahnung, wie schwer mir das fällt, morgen nicht Jessys Video zu gucken. Weißt du, was das Schöne hier dran ist, Conny? Ich könnte ja jetzt immer noch jederzeit reingucken in Safecam, wie es überhaupt aussieht. Ja, du kannst eigentlich auch generell reingucken, weil du ja noch nicht gespielt hast. Jawohl, nee. Nein, du darfst auch noch nicht. Stimmt. Nee, ich darf nicht. Ist das da drüben ein Erzklumpen oder was? Nein, es ist eine Insel. Das geht aber noch kleiner und vielleicht anlegen. Spawnen da auch manchmal so lustige Sachen drauf. Nee, da sollte man vielleicht nicht anlegen. Weg. Ja, was mache ich denn hier gerade? Schneller. Oh Gott. Wollen wir nicht hier bleiben? Ich finde das Ding irgendwie nett. Hat uns das Viech getroffen? Nö. Nee. Gut. Nicht aufs Boot schießen, ne? Ihr macht das schon. Ich bleib hier sitzen. Normalerweise kämpft man gegen die anders. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Oh, jetzt hat's getroffen. Land, wir müssen an Land. Ja, hast du hier Land irgendwo? Wir sind gerade vom Land weggefahren. Ah, einfach so schnell es geht, links in die Richtung, in die der Wind geht. Könnt ihr mal jeder die Klappe halten, danke. Ich weiß nicht, ich bin etwas nervös, ja. Wir sind tot. Ich würde in Windrichtung fahren. In Windrichtung fahren. Ja, was mache ich denn hier wohl gerade? Ganz ruhig, Boomer, nicht schreien. Ja, ich werde hier von euch angeschrien, gleichzeitig und allen Mondrad und... Mann, tötet doch das Viech einfach. Das ist nicht so einfach, es ist die ganze Zeit unter Wasser. Au. Oh Gott, wir werden gleich alle absaufen. Wir werden alle sterben. Ah, ich find's geil. Wenn ihr das Viech mal treffen würdet. Ich sehe meistens nichts wegen dem Segel. Ja, kann ich nicht ändern. Oh, sie hat tatsächlich nicht mehr viel Energie. Wir müssen unbedingt an Land. Wir brauchen den Loot. Ja, dann frisst uns das Viech doch die ganze Zeit. Der ist schneller als wir. Viel schneller. Wir haben ihn doch gleich. Oh, ich hab drei Leben. Ich muss mal was essen. Stopp! Da liegt der Loot. Wir müssen drehen. Ja, ich brauche jetzt nicht. In Windrichtung dran. Ich dachte, ihr wollt Land. Brauchen den Loot, der wäre echt wichtig. Das wäre cool. Mann. Stell ein Notfallportal ins Wasser. Was? Wurde geschrieben. Ich meinte nicht, dass du das machen sollst. Mann. Gut. Aber das können wir, glaube ich, noch gar nicht benutzen. Ich wusste gar nicht, dass das schwimmt mittlerweile. Oder ist die Hälfte nur untergegangen? Nee, das ist nur das, was sowieso schon schwimmt. Oh, das ist schade. Warum springt Conny jetzt raus? Ja, weil wir das eh nicht alles sonst kriegen. Wenn Conny dann wieder stirbt. Ja, das ist dann 100% Conny. Er muss doch jetzt eh drehen. Eine kurze Schleife. Ich schwimme auch nicht weiter. Okay, wir haben nur Schlangenfleisch gekriegt. Das ist schade. Ja. Ich hab eins. Wie viel hast du? Ich hab
6. Schade. Aber dieses andere Ding, was da war, diese Insel, ist auch nicht so unwichtig, ne? Ach, da geht's weiter. Das war nicht die. Das war die nicht, Kerstin. Ich hab extra geguckt. Ich glaube nicht, dass die, das. Die, nicht die. Nicht die, die du meinst, glaube ich. Es ist die, die ich meine. Doch, das Ding hat sich auch vor allem bewegt, kann das sein? Ja, das kann sein. Wir fahren mal da vorne zu Land, wir reparieren das Boot und fahren dann wieder zurück, okay? Stress doch den Boomer nicht so, er ist alt. Ich fand das gar nicht so schlimm. Dritte Leben. Irgendwie war gerade ganz schön viel Panik dabei. Ja, nicht bei mir. Der fährt einfach Schlangenlinien. Ja, wenn ich gerade ausfahre, beißt das Ding die ganze Zeit. Es ist schneller als wir. Viel schneller als wir. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich kannst du wegfahren, wenn du genau mit dem Wind bist. Wir sind mit dem Wind gefahren, da hast du uns das erste Mal beißen können. Ich glaube auch, dass das Ding schneller ist. Auf jeden Fall hat es uns eingeholt. Ja, das war ja, da können wir an Land gehen. So langsam sollten wir auch aufpassen wegen anderen Biomen, ne? Warum? Ach, Kerstin, sag das doch nicht so laut. Um Gottes Willen, wenn die... Um Gottes Willen. Ich dachte, wir sind so tot, wenn... Ich dachte, wir sind jetzt nach dem zweiten Boss durch, hat doch Conny so gesagt, hä? Ist auch so. Okay, wir haben ungefähr ein Drittel zum Uralten geschafft, ist der Hammer. Also wir müssen nicht an Land gehen, es wird kein Portal gebaut, wir bauen eine Werkbank auf und reparieren. Ja. Ich wollte das nur nochmal klarstellen. Ja, und es werden keine Trolle jetzt gejagt oder Höhlen erkundet. Ich wäre jetzt nochmal nach den Trollen suchen gegangen. Aber da sind zwei Hirsche und ein Wildschwein. Ich bleib hier im Boot sitzen, einer kann jetzt an Land gehen, reparieren. Und dann können wir weiterfahren. Ich hab kein Holz. Oh. Doch, hab ich. Ich kann's machen. Chaos hier. Werd beworfen. Ich mach ein bisschen Licht. Könntet ihr das da, den töten da und so? Ja. Ja, ich soll sitzen bleiben, ich bleib sitzen. Es war nur noch ein Viertel an Energie da. Ich hab doch gesagt, wir haben doch noch ein ganzes Viertel. Wer hat das Boot jetzt geschlagen? Ja, der ist einer Kumpel auf der Seite, der kommt nicht vorbei. Der Keuling, der Grauzwerg. Okay, auf geht's, weiterfahren. Moment. Verprügel ihn. Ein ehrlicher Faustkampf. Könnt auch ein bisschen Licht für uns machen. Ist das Boot jetzt in Ordnung? Oh, das geht sogar, wenn ich mich festhalte. Ist egal. Wie groß ist die Chance, dass wir noch eine Seeschlange finden? So, fahren wir jetzt wieder zu der Insel zurück, oder? Nein. Ja, zu der Insel zurück. Was ist denn bei der Insel? Wieso nicht, Conny? Wo ist die denn? Hat die einer markiert? Ich hab Marker drumherum gesetzt. Die müsste ungefähr... Ich habe Marker drumherum gesetzt. Da, wo wir die Kurve gemacht haben. Okay, ja, müsste die sein. Ungefähr hier so. In die Richtung. Bist du sicher, dass es so eine ist? Wir sind nämlich das ist so eine. Das war exakt genau diese, die wir auch... Kam eigentlich ein Ozean? Dingens? Ja. Schon längst. Hab ich irgendwie nicht mitgekriegt. Oder war ich da... Und als wir noch in unserer Bucht waren quasi. Ja. Echt? Ja. Jetzt fährt der schon wieder Schlangenlinien. Ist einfach besoffen. Ja. Also Conny, das war noch bevor du ertrunken bist, dass wir einmal auf einem Ozean-Ding waren. Bei mir wurde das nicht angezeigt, weil ich bei mir schon auf Ozean war. Noch? Ja, also... Ja. Wie sieht das aus, Puma, wenn wir den Server neu starten? Meinst du, es wird besser mit den Lags? Glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt einfach an der Anzahl der Leute, die spielen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und mit Wasser habe ich den Eindruck, es ist besonders schlimm. Wenn du irgendwo in der Nähe von Wasser bist. Ist der Boomer nicht mehr da oder was? Ich höre nicht mehr. Weiß ich nicht, der redet nicht. Der ist da. Ach, der ist am Futter. Mal wieder was. So zwischendurch mal eben. Das passiert schon wieder. Ja, das passiert manchmal mit den Wellen. Dann kriegt das Boot halt Schaden. Ja, und bei sowas sind wir beim letzten Mal. Oder bist du rausgeflogen und ich auch fast? Ja, glaube ich. Nicht so cool. Das nächste Boot ist ca. 2,5 Meter pro Sekunde schneller als das aktuelle. Locker kann man von ihr abhauen. Easy. Ja, das kann sein. Ui. Das ist die richtige. Okay, du das sagst. Ja, ja.
Mhm, und was ist da so? Ja, da müssen wir jetzt alle gleichzeitig drauf und... Müssen wir alle gleichzeitig drauf und dort drauf was abbauen. Vorher essen, damit ihr viel Stamina und viel Leben habt. Okay, ich bin voll gegessen. Liegt da mal irgendwie ein bisschen nebenbei an, aber nicht zu nah dran. Ich hab an so einem Ding mal mein Boot verloren. Ach du Scheiße, hab ich mich erschrocken. Das war der Zweck dahinter. Hast du das jetzt auch für mich mal Ja, ja, aktiviert? Der Buff... Der Buff geht für alle. Aha. Das ist ganz praktisch nachher. Okay, du hast recht, das ist so eine Insel. Ihr seht da diese runden Teile? Mhm. Spitzhacke abbauen. Ich hoffe, das geht mit der. Ja, das geht auch mit der. Später. Auch du, Boomer. Auch du. Alle. Ihr bisschen barnig. Ah, sag die doch noch nicht anfangen. Alle gleichzeitig anfangen. Oh. Ich komme mir noch nicht hoch jetzt. Sorry. Jeder ein eigenes, oder was? Mhm. Was jetzt so schlimm gewesen, da ich das schon angefangen hatte? Dass du das Viech, was auch immer das hier ist, aufwächst. Was für richtig. Ein Viech? Was? Ja, das ist irgendein Viech. Das wird gleich... Ne? Und kennst du Morla nicht? Nee. Oder? So hieß sie doch, oder? Morla? Ich glaube, es war Morla. Ich bin fertig mit meinem Wo ist noch was? Vorne, auf der anderen Seite, hier links von uns. Wenn es untergeht, solltet ihr noch genug Stamina haben, um zum Boot zu kommen. Sei doch ruhig, Gerstin. Lass die doch mal. Boomer hätte eine 10 gehabt. Nee, Boomer ist... Boomer hat sich sowas schon gedacht. Ich sehe nix. Oh, die scheiß Leiter ist auf der anderen Seite. Warum ist das Boot jetzt 100 Meter weit weg? Oh Gott, das wird eng. Ah, ansonsten, ja, mir auch. Ansonsten bleibt sitzen. Solange einer sitzen. Zum Boot kommt... Ich bin drauf. Okay, ich habe kein Stamina mehr. Ich habe 18 nur noch. Ich sammle euch ein. 11, 10. Ciao, ihr Trottel! Soll ich ihn gleich bannen? Das ist egal, ihr würdet alle eine 1 da haben. Lili, war es das? Easy. Oh, Fein gehabt. Man darf nicht mehr schwimmen, wenn man keine Stamina mehr hat. Oder wenn man kurz vor keine Stamina hat. Ah, ja, kurz vorher, okay. Warte, Safti, bleib sitzen. Ich komme gleich hier rum. Ich wusste ja, dass ich es schaffe, also war ja egal. Cool, erst Kerstin. Warum? Ich dachte, die Leiter wäre rechts dran, so, deswegen bin ich hingekommen. Egal, gut. Ich spamme E. Ich weiß nicht, ob ich nah genug dran komme jetzt. Das Stück wirst du aber schwimmen können. Nö. Tschüss, Safti. Ja. Schön. So. Erinnerst du dich an die an den einen Abend, wo wir Folger es gespielt haben? Mhm. Ja, also ich habe kein Problem damit. Dann ist halt der Rest von meinem Stream einfach nur, wie ich auf dem Ozean schwimme. Ja, bis die erste Seeschlange kommt, ne? Castaway? Ich kann nicht richtig lenken hier. Das war die falsche Seite. Ne? Versuche einmal zu drehen. Das war nicht... Es ist bei uns Diashow mit dem Boot. Ja, es geht Diashow nicht, aber ich jetzt gerade irgendwie schwer mit lenken. Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, das Boot ist schon irgendwie so ein bisschen Diashow. Ah! Also die Wellen sind gut, aber das Boot ist Diashow. Ist echt hier? Also bei mir geht's. Du kannst auch ein bisschen schwimmen. Schaff die? Ich kann nicht schwimmen, ich habe nur 2 Stamina. Ja, dann kriegst du halt 5 Schaden. Du stirbst nicht sofort, du kriegst erstmal Schaden. Ach so, ich sterbe nicht sofort, okay, ja gut. Aber du musst dann auf die Leiter erwischen, wenn du dich entscheidest zu schwimmen. Ja, ich schwimme gerade schon. Bleib bitte stehen, wenn das geht. Fahr, los, fahr! Jetzt. Ach, schade. Festhalten, das wird übel. Das wird jetzt übel. Wo müssen wir hin? Wenigstens finde ich nicht am Feuer. Alter Verwalter. Fest in die falsche Richtung. Ganz ruhig, das kriegen wir hin. Bei mir ist die ganze Zeit am durch den Boden backen. Ich fliege die ganze Zeit hoch und so. Also ich weiß nicht, ob ich das hier drin sitzen bleibe. Kannst du dich nicht theoretisch auch mit an den Mast halten? Boah, was ein Geschaukel, ey. Chitin war das Einzige, was wir da hatten. War das jetzt für ein Viech? Schildkröte oder irgendwie sowas. Morla. Was ist... Hab
Er kennt die unendliche Geschichte nicht? Nee. Langes her. Aber Schildkröte ist es keine. Morla ist die große Schildkröte gewesen von die unendliche aber Geschichte. Aber keine Schildkröte hier. Mich hat das irgendwie sehr an Quarlock von Uri erinnert. Ja, ich hat das an dieses eine Starter-Pokémon erinnert. Ich weiß gerade den Namen nicht. Der ja auch im Pokémon-Film vorkommt. Das links ist Seeschlange. Das ist Seeschlange. Wieder? Ja. Sie kommt. Ich will jetzt hier eigentlich nicht weggehen davon. Ja, das ist irgendwie ein bisschen gefährlich. Ha? Huh? Also, war schon hinter uns her? Ja, auch schon mitbekommen. Sidi macht das, aber bitte nicht das Boot treffen beim Schießen. Sind wir doch schneller? Nee, wir sind nicht schneller. Wir sind auf keinen Fall schneller. Ja, ich kann nicht schneller. Der Wind ist direkt hinter uns. Raus. Aber ich sehe auch kein Land. Ja, sieht irgendwer abgedreht? Land von euch? Es hat abgedreht, ja. Ja, schade. Oder? Wie schade? Oh Gott. Setz dich schnell wieder hin, Bibi. Alter, ist das schlimm. Hä, mir gefällt das hier irgendwie gerade so. Mit kann so du fest viel rechts ist eine gefahren. Insel. Fest in die Insel? Nein. Oh nein, der nächste. Aber bei dem Wetter würde ich, glaube ich, nicht auf die Krake ist es übrigens, würde ich nicht drauf gehen. Dann könnt ihr das mal eben markieren, ja. Ja, markieren. Ich mache hier Chitin. So. Ja, gut, weil Kraken übrigens. Wenn man von der richtigen Seite guckt, kann man kleine gelbe Augen sehen unter Wasser. Was? Ah ja, ich habe da gerade, glaube ich, was Gelbes gesehen. Außer ich habe mir das eingebildet, aber... Boah, geil, wenn da, wir surfen auf einer Welle. Wir surfen voll auf der Welle, ja. Das ist die perfekte Welle, das ist an die. Didi! Bleib an Bord, Didi! Bin ich doch. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin raus. Tschüss, Didi! Ach, verdammt. Schlumpf über Bord! Schlumpf über Bord! Oh Gott. Jetzt ist der Sturm vorbei. Didi ist das Problem gewesen. Den lassen wir einfach draußen. Auch wenn er jetzt wieder aufsteigt. Und es instant wieder anfängt zu stürmen. Alter, rippt Didi, Alter. Ein Stück nach rechts. Links, sorry. Ja, wirklich? Ich sehe das nicht. Der ist links von uns. Jetzt ist er genau links. Ich sehe den nicht. Jetzt solltest du ihn sehen. Ah, jetzt ja. Jetzt sollte der Name sein. Er hat sich mal gepinkt. Didi pink. Didi. So. Sollen wir dann nochmal zurück zu der Insel, die jetzt, wo der Sturm vorbei ist? Wie weit war das denn? Nicht so weit, rechts rum. Nö, ja. Alter. Ah, es lohnt sich dafür eigentlich schon. Bin sehr gespannt, was man damit machen kann. Hast du es nicht gesehen? Irgendeinen Haken? Also eine Harpune? Mhm. Ein Messer und noch was. Könnt ihr mir das mal eben pingen? Okay, danke. Na doch. Aber ja, ich hab nicht so weit eingelenkt. Scheiße, da ist kein Wind. Da müssen wir aber jetzt komplett rudern. Fahr doch einfach erstmal rechts dran vorbei und lenk dann nochmal links rum. So wie man das auch im Mittelalter gemacht hat. Weckt's? Was war das? Ja. Wir machen in 20 Minuten eine große Pause und du musst jetzt essen. Boomer und Pause. Es wird schon wieder schlechtes Wetter. Okay. Didi ist schmeiß Didi über Bord, komm, ich hab keinen Bock mehr auf den. Da war doch irgendwie sowas mit Opfern und so, oder? Im Mittelalter. Wir fahren jetzt weiter. Ja, das können wir echt knicken bei dem Wetter. Bei dem Wetter habe ich an so einem Dings mal mein Boot verloren. Hat sich mit einer Welle unten runter verfangen, sich über Kopf gedreht und ist kaputt gegangen. Und dann stand ich da auf dem Ding, was versinkt. Und das war's. Klingt nett. Nee, ist nicht so nett. Mhm. Es wird mir Düsterwald angezeigt. Haben wir hier Land irgendwo? Ja, mir wird auch Düsterwald angezeigt. Ja, mir auch, aber ich sehe kein Land. Die Biome sind ein bisschen fließend. Oh Gott, man sieht echt nichts. Was passiert da mit Didi? Was passiert da mit Didi schon wieder? Ich sitze ganz ruhig. Bei mir ja nicht so. Didi hüpft auf Conny zu. Das Wetter ist wieder besser.
Was passiert mit dem Licht? Stell dich doch einfach in Safti, dann passt das. Nein, das möchte ich nicht. Das kann ich wiederum irgendwie verstehen. Danke. Ich glaube, links war Land gewesen mit so Düsterwald und so. Was ist das denn für ein Wetter hier? Das haben wir auch erst, seitdem du mit uns spielst. Ja, ich würde das ist das bei Klimawandel. Bei Valheim gibt es nur drei verschiedene Wetter, wenn man auf See ist. Das ist Gegenwind, das ist Sturm und das ist Nebel. Ich würde übrigens behaupten, so von so Luftlinie haben wir jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Was? Sturm? Oder? Sollte hinkommen ungefähr. Ja. Ja. Und sind erst einmal gestorben, da ist schon wieder rechts von uns was. Tatsache. Jo. Ja. Marker und. Ich glaube, voraus kommt ein großer Berg. Nochmal nachgeguckt, übrigens wegen Tor. Der erscheint erst, wenn man den vierten Boss gelegt hat. Na, okay. Endlich hat die Vernunft angenommen. Links ist noch eine Insel. Links ist noch eine Insel. Ja. Krake? Ich weiß nicht genau wo, aber es ist ja ungefähr reicht ja. Ne? Direkt neben uns. Ich hab den nicht. Ah, da, ja. Ja, da müsste mein Marker ungefähr hinkommen. Oh. Die Wellen haben mal irgendwie den Kurs ein bisschen verändert. Nach vorne. Seeschlange? Wo? Ah, da. Hinter uns? Oh, ja. Und geradeaus ist. Ebenen? Ach du Scheiße. Oh je. Ich halte mich wieder fest. Weg. Geradeaus kommt eine Insel. Na, ja, nein. Da wollen wir nicht hin. Nein, da wollen wir nicht hin. Warum nicht? Soll ich euch aber auch. Ich kann euch da rausschmeißen, wenn ihr wollt. Killen. Nee, lass mal. Seeschlange killen. Ja, bin dabei, als einziger. Hier wollen wir nicht am Land. Die Seeschlange killen. Oh Gott, was war das? Treffen. Ich glaube, ich habe aufs Boot gehört. Schon ab. Ach, es ist da immer wieder Safti, ne? Ich guck mal, was das Boot sagt. Okay, drei Viertel haben wir noch vom Boot. Was ist das da vorne rechts vor uns? Berg. Ebenen. Hey, ich muss sagen, irgendwo sieht das eigentlich ganz nett aus, aber ich glaube, die Gegner werden da nicht so nett sein. Ist das ein Mammut, was da geladen hat bei mir? Ja, vielleicht. Ja. Das ist doch ein Vieh, was der Händler hatte, oder nicht? Ja. Loks. Können wir da eins im Sprechen mitholen? Ich sag ja Mammut. Wie viel Leben hat denn unser Boot noch? Drei Viertel. Okay. Wo sieht man das? Mit dem Hammer. Wenn du einen Bauerhammer in die Hand nimmst. Ach so, okay. Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, wo ihr das seht, aber okay, gut. Es ist wieder so mega Nebel. Also rechts von uns aber ist noch Insel. Aber geradeaus sieht aus wie Ebenen. Geradeaus sind Ebenen. Geradeaus links sind Düsterwald. Düsterwald und Grasland. Oder ist kein Weg durch, ne? Nee. Nee. Ja, vielleicht. Nee. Oder wenn, dann sehr, sehr eng. Ich sehe schon die fiesen Viecher. Fiese Viecher? Hast du auch die fiesen Viecher gesehen? Meinst die drei Großen da, die aussehen wie ein Mammut? Nee, die, oder so die waren nicht so fies. Ja, sollen wir nicht einfach schnell durch den Dunkelwald durchrennen? Ja eben, ich würde auch sagen, im Dunkelwald erstmal anlegen und Luft holen. Zur Luft holen? Was wollt ihr denn für Luft holen? Ja, weiß Wo ich auch nicht. Wo willst du denn hin überhaupt? Ich will hier durch, aber ich hab der Wind ist gerade ziemlich kacke. Also ich hätte ja gesagt, wir legen an und laufen einfach auf einen anderen, also zu einem anderen Ufer. Und dann haben wir ein Boot. Macht ihr nichts, die Distanz von hier ist ungefähr so weit wie die wir zum Trolljagen hinterlegen. Ich würde da noch nicht anlegen. Das ist noch tödlich. Meinst du? Ja. Warum? Das sehe ich nicht. Ja, die Viecher laufen ja auch von den Ebenen hin und her. Das Schlimme ist nicht, dass sie laufen. Ja, die Laufenden sind, ja, die sind auch blöd, aber ja, und vor denen kannst du wegrennen. Kleinere Probleme. Da hinten ist noch ein Biom, was wir noch nicht kennen. Das nächste, was kommt. Wo hinten? Da, wo der tote Baum ist? Mhm. Rechts. Ah, nett. Genau, Boomer, geh in die Ebene. Da gibt's das beste Metall. Was machen wir hier noch? Naja, stopp, das wissen wir nicht, ne? Mistlands, Leute. Es kann sein, dass es was Neues gibt.
Es kann sein, dass das letzte Metall auf den Ebenen nicht mehr das Beste ist. Das stimmt. Oh, der Wind hat sich gedreht. Ist aber auch ein schöner Berg hier, ne? Mhm. Kann sein, dass wir hier sogar noch hin müssen. Mhm. Weiß noch, wir waren, als wir das richtig damals weiter gespielt hatten, hatten wir einen Berg, der war so unfassbar hoch. Also da stand man oben drauf und konnte den Boden nicht mehr sehen. Ja. Man hat den Rand der Karte gesehen von oben. Das war so grandios. Man konnte den Boden einfach nicht mehr sehen, weil es zu weit war für Valheim. Ui, da ist ein, glaube ich, Dörflein. Das ist ein besonderes Dorf. Will man, glaube ich, so nicht direkt und so betreten. Und aber so mal einen Marker setzen. Das könnte noch interessant sein. Ich bezeichne das einfach mal mit DD, ne? Dann wissen zumindest Conny und ich, was gemeint ist. Ich habe mir einen Marker gesetzt mit komisches Dorf. Ja, das ist auch richtig. Das war links ist Sumpf. Noch allerdings ein kleiner. Bitte? Sumpf, warte mal. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich daran noch erinnere, dass leider mal irgendein etwas bekämpft hat. Als der Valheim gespielt hat, aber keine Ahnung mehr davon. Ja, ich kann nicht ganz so weit rechts fahren. Dann haben wir kaum noch Wind. Ja, nur dass du mal so in Richtung wieder weißt. Das Wasser sieht gerade hübsch aus. Riesiger Berg da links. Ja, der ist nicht so ganz klein. Mhm. Wir sind vor allem mittlerweile unter dem Ast da oben, ne? Unter dem Ast? Unter dem Baum halt. Mhm. Haben wir irgendwie die ganze Zeit, oder nicht? Haben wir? Ja. Ungefähr. Nee. Normal guckt man aber nicht so viel nach oben. Irgendwo muss man sich ja mal umgucken, weil sonst ist es ja nicht so spannend. Ja, außer man wird gerade gefressen, haut von einem Tintenfisch ab. Kleinigkeiten. So groß war die Welle jetzt wirklich nicht. Nee, aber das sind noch 3/4 Leben da. Da müssen wir hin. Ja, ich habe da nur nicht mehr so viel Wind. Der Wind hat gerade noch ein bisschen mehr nach links, glaube ich, gedreht, als vorher war. Das liegt halt quasi direkt wieder gegenüber. Wir hätten einen Politiker mitnehmen sollen. Als Windmaschine? Was? Für die heiße Luft. Mhm. Die kommen immer näher. So oft dann ist der von Ebenen umgeben. Also auf jeden Fall ist er nicht mehr so weit weg. Pass auf, der ist verbuggt. Wir müssen noch einen anderen suchen. Und der nächste dann ist ungefähr am Ende der Karte. Der nächste wäre dann wahrscheinlich so ungefähr so da, wo ich gerade gepinkt habe. Hey, vielleicht finden wir ja auch gleich schon die Mistlands. Dann direkt rein oder was? Nee. Da links ist eine Insel. Ich weiß da links nicht, was für eine. Links ist eine Insel. Ja, jetzt geradeaus von uns. Er sagt die, du siehst die sowieso nicht. Das ist, glaube ich, eine normale Insel. Eventuell Sumpfinsel. So flach wie die ist. Sind bald da, es ist nicht mehr weit. Eine normale Insel, Conny. Hm. Oh, der Wind dreht. Vector Sidepunkt. Haben wir eigentlich einen Plan, wo die erste Seeschlange aufgetaucht ist? Direkt neben der Krake? Die haben nämlich auch Spawnpunkte. Okay. Das heißt nicht, dass sie genau da ist, aber es kann sein, dass sie da in der Nähe wieder auftaucht. Also wieder hin dann. Ja, später ist das schon ein ganz geiles Essen.
Also eigentlich ist es auch so schon ein geiles Essen, aber man kann es halt nachher auch noch weiter veredeln. Ja, dann sind wir um 19 Uhr da und dann machen wir Pause und danach können wir den Boss machen. Okay, klingt nach einem Plan. Ernsthaft? Willst du den wirklich schon machen? Ja, ach so, warte. Wollen wir nicht erstmal Base ein bisschen ausbauen? Nee. Wir können jetzt vielleicht schon versuchen. Warum? Weil wir dann andere Raids kriegen. Ja und? Wir müssen ja eh noch umbauen. Wir sind fast da. Sind wir? Ja. Ja. Ich bin ja nochmal, aber ist fast da. Das ist wirklich kaum was, was noch fehlt. Ja, dann ist der Boss unter Wasser. Also auf ganz rangezoomt sehe ich das trotzdem schon. Also ich sehe da nur Wasser bisher. Ja. Aber wenn ich auf der Karte ganz ranzoome, dann sehe ich trotzdem schon den da vorne ist Ufer. Das wird eine Winzinsel sein, wo einfach nur die Boss-Arena drauf ist. Kriege ich da Kotzen. Das ist nämlich tatsächlich so ein Boss, wo man ein bisschen laufen sollte. Laufen? Also Stamina-Management? Oh Gott. Bisschen nach rechts, Conny. Wir fahren schon vorbei. Ja, alles gut. Ich kann nicht weiter nach rechts, sonst haben wir gleich keinen Wind mehr. Ja, aber sonst fahren wir auch vorbei. Macht auch keinen Sinn. Leben daran ist eher, dass wir das Portal irgendwie geschützt kriegen müssen, damit das im Bossfight nicht drauf geht. Das können wir links auf die Insel hauen, oder? Wenn man da zwischen den Inseln hin und her schwimmt. Ey, das ist doch jetzt nicht wirklich eine kleine Pissinsel, worauf wir kämpfen sollen. Das ist nicht lange im Felden, was war da? Vor uns? Nee. Ah, da ist sie, die Arena. Ja, geil. Oh, ein Baum, die Boss-Arena. Das war jetzt ein Scherz, oder? Wie gut ist das denn? Ach, dann kriegen wir ihn. Und es gab gerade noch eine Fischattacke. Na, was kann schon schief gehen? Ach, guck, das ist doch größer. Genau, da sind noch zwei Steine mehr. Ja. Ja, und die Kreuzwege. Ist ja echt eine gigantische Insel, die hier ist. Also ja gut, nach hinten geht es ein bisschen größer. Wir müssen nur halt damit rechnen, dass wir auch sterben. Einfach nix mit diesem Segel. Boomer, alles gut? Ja. Boomer will noch mal ein paar Trolle suchen. Okay, dahinter ist noch mehr. Gott sei Dank. Gut eingepackt, Conny. Ja, hab ich. Ich will nicht nass werden. Oh, ich hab kein Leben, ich hab kein Leben, ich hab kein Leben, ich hab kein Leben, ich hab kein Leben. Oh, ich hab auch nichts gegessen. Ich wollte irgendwie helfen. Jetzt wird vielleicht auch mal was essen. Hau ab mit deinem Scheißgift! Oh Gott. Hör auf zu giften, hör auf zu giften, hör auf zu giften, hör. 8 Leben, oh mein Gott. Schade. Ausdauer leer. Oh, Ausdauer. So, das ist also die Boss-Spawn-Dinge. Wir beanspruchen erstmal diese Insel hier für uns. Ich lese mal den Runenstein. Unbeschwert gleich mal. Den liest du auch vor? Verbrenne ihren Nachwuchs. Ah ja. Sehr informativ. So, wo können wir denn hier am geschicktesten das Portal hinsetzen? Ah, hier kommen die Ancient... Auf diesen kleinen Stein. Ja, hier hinten wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Hier auf dem Stein. Da hinten auf der Insel am besten noch? Nee. Ja, oder auf der Insel, wo unser Boot steht. Er muss ja. Der hat eine relativ hohe Reichweite, der Boss. Mhm. Aber wir sollten natürlich auch nicht jedes Mal schwimmen müssen, wenn wir wiederkommen.
Nein, da wo wir rübergesprungen sind, Conny, quasi. Also hier ist eigentlich auch gut. Ja, Kerstin denkt nämlich genau das gleiche, was ich mir überlegt hatte. Denn? Wir machen die Insel einfach größer. Was? Bist du jetzt dabei, oder was? Ja. Zu der anderen Insel da drüben, würde ich sagen. Ups. Brauchen nur ein paar Steine und eine Werkbank. Habe ich mich verdrückt. Nur ein paar Steine und eine Werkbank. Und wie habt ihr das vor, so größer zu bauen? Ja, mit der Hacke. Hast du schon eine Hacke gebaut? Nee. Erste drei Steine. Ja, danke. Wie großzügig. Den hatte ich schon gerade so im Inventar. Hat jemand genug Holz für eine Werkbank? Nee, ich hab vier. Wo kommen die Viecher alle her? Wieso ist hier ein Berserker drauf? Au. Hau ab. Jetzt hab ich 9. Ich fäll einen Baum. Ja, ich hab. Ich krieg Angst. Gut. Schamane. Ich stell mich immer unter den Stein. Genau auf Boden. Sag mal! Sag dir den letzten Schlag gemacht, ich konnte da nichts für. Wo kommt denn der Berserker her? Keine Ahnung, wo der herkommt. Da kommt ein Schamane auch noch. Ja gut, ein Schamane geht ja. Wo kommen die scheiß Viecher? Wir sind hier vom Wasser umgeben. Wir müssen ja alles mit Schamanen vollkleistern. Hast du eine Hacke dabei, Kerstin? Ich hab keine dabei. Eine was? Ich hab keine Hacke dabei. Ich hab eine dabei. Hacke ist nützlich, die habe ich immer dabei. Aua, hast du denn schon mal das Portal aufgebaut? Aber eigentlich brauchen wir eine Werkbank. Wofür? Hier ist doch eine Werkbank. Damit ich den Boden erheben kann. Habt ihr doch eine Werkbank hingestellt. Aber kannst du nicht einfach so jetzt geradeaus normal weitermachen? Nein, kann ich nicht, weil das nur innerhalb von 1-2 Metern geht. Und wenn es zu tief wird, brauche ich den zweiten Modus von der Hacke. Das ist mir schon klar. Ich habe nur gedacht, das würde noch gehen. Der geht nur mit Werkbank. Der geht nur mit Werkbank. Oh, jetzt hast du ganz nah eine Werkbank. Dankeschön. Gott sei Dank, das ist kein Chaos hier. Ich bin bereit, noch eine Werkbank zu bauen. Auch. Braucht dann eher Steine? Ja, sag dir, dann geh du doch Steine kloppen. Ich würde dir hier vorne einfach das Holz einmal ganz kurz hinwerfen für Werkbänke. Ich habe genug Holz für Werkbänke. Ach so, okay. Ich töte die Zwerge so lange, okay? Ja, mach das. Steine gibt's übrigens zu Hause. Da sind ein paar. Ja, die werden jetzt auch fleißig mit dem Droppen hier. Also, so. Müll der Spende der Zwerge. Eine Ausdauer. Weil ich nass bin und mir kalt ist. Danke, Boomer. Ja, dafür habe ich jetzt keine Ausdauer. Och. Boah. War zu hoch. Ja, und wenn du noch enger baust, kann ich dabei keine Werkbank mehr draufstellen. Noch habe ich Reichweite. Ja, ich kann dir halt einfach ab und zu mal eine neue bauen. Ja. Nur, jetzt habe ich keine Steine mehr. So, warte, ich hab noch 7. Doch, ich hab noch 7. Ich hab einen ganzen Stack mitgebracht. Achso, ich hab 33. Hast du auch oh nein, jetzt bin ich. Da. Ich wollte durchs Portal Kerstin, zu dir laufen, hier, Kerstin. Hier, Kerstin. Ja. Kerstin, kommst du einmal her? Hallo, hier, da, Steine. Oh, da kommen Berserker. Ja, euer. Ja. Eure. Wo? Ah, da. Ja, unter Wasser. Sagt die Feuerfalle im Wasser bringt glaube ich nicht viel. Ich habe keine anderen. So. Kerstin hier. Ja, auf das die hier vor mir liegenden Pfeile. Danke. Wo? Irgendwo im Wasser glaube ich. Ah da. Danke. Ist aber glaube ich jetzt auch tot. Das Wasser steigt. Ich komme nicht hoch. Ah. Wird sterben. Ja, gebaitet. Ich komm wirklich nicht hoch. Was mache ich hier eigentlich? Nippol! Tschüss! Rip, Safti. Nee, ich schwimm nicht mal. Ich mache einfach keine Ahnung, was ich hier mache. Jetzt Shift drücken und nach oben rennen. Ah, jetzt so. Ah, jetzt bin ich auch runtergerutscht. Ich die einfach im Wasser nicht treffe, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich treffe die irgendwie auch nicht.
sauber gemacht gestern, danke. Oh, ist Reiter würde toll? Mehr Steine kosten. So, ich brauche hier noch eine Werkbank. Ja, komme. Machst du es breiter? Oder? Was? Nee. Ich habe keine Hacke dabei. Ich setze jetzt das ein Portal hier. Hier ist auch nur so eine kleine Mini-Insel. Ja, ist ja egal, ob das Portal ist. So, steht. Alles klar. Dann würde ich sagen. Ach so, hier ist das Portal. Viel Erfolg! Jetzt, machen wir jetzt Pause, oder? Ja. Also, Leute, wir machen keine Pause. Wir gehen Trolle jagen. Ja, so 10 Minuten bestimmt. wer dann schon wieder kommen will, kann ja schon mal anfangen, dann Pfeile zu bauen. Ja. Okay. Wir brauchen jede Menge Pfeile. Wir brauchen jede Menge Pfeile auf jeden Fall. Okay. Feuerpfeile, ne? Genau, Feuerpfeile. Saft, die wird zu sehr verdünnt im Wasser und löst sich langsam auf. Ja, das könnte sein. Und ja, Feuerpfeile, das ist dann irgendwie so ein Baum, oder? Hm. Weil wenn wir ihre Nachfahren vernichten sollen und Nachfahren die Ancient Seeds sind, die wir da reinwerfen, dann wird es irgendwie so ein Baum sein, der da... Wir werden es nach der Pause sehen. So, bis gleich, ihr Lieben. Tschüss. Bis gleich. Gleich.